Gudo, willkommen. Es freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, hier bei mir beim Whisky Bubbler und heute nicht alleine, wie ihr seht, sondern ich bin hier mit einem ganz besonderen Gast. Wir haben ein ganz besonderes Line-Up, wie ihr es schon sehen könnt. Ich habe nämlich den Frank Jäger vom Whisky for Life da. Hallo Frank. Hi Norman, grüßt euch alle draußen, die ihr dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid. Genau, wir probieren ein bisschen auch so den Chat offen zu haben. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, natürlich Fragen zu stellen, die wir auch beantworten, soweit wir können. Ich denke, das klappt ganz gut. Ich habe ja hier einen Experten über Michael Kufour da. Also das heißt, ihr könnt alle Fragen stellen. Ob der Frank sie beantwortet, werdet ihr dann erfahren. Aber zumindest über Michael Kufour. Es muss nicht nur über den Blossoming, dem Alba, die Spirale und den Rare Sherrod sein. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich möchte mal kurz sagen, ihr seid ja schon ganz fleißig hier im Chat dabei. Schon irgendwie ab 17 Uhr die ersten Kommentare hier im Chat. Der Jens ist da, der Abond ist da, der Jan ist da, der Tino, Sirus, der Manuel Jung, Kairo Whisky Club, wahrscheinlich der Heider Gude. Also unglaublich viele bekannte Gesichter für mich, Frank. Ich weiß nicht, den einen oder anderen hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Allerdings, ja. Oder hat die Samples bei dir abgeholt. Ich hoffe, der eine oder andere hat natürlich die Samples da und sie sind alle angekommen. Wir mussten ja leider den Slot verschieben, aber ich hätte sonst selbst nicht wirklich mittrinken können und ich war, glaube ich, nicht der Einzige. Das wäre dann irgendwie ein bisschen witzlos gewesen. Es ist halt aktuell in den verrückten Zeiten so. Aber vielen Dank, Frank, dass du auch diese Organisation übernommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Natürlich auch danke euch allen, die ihr dabei seid. Danke dir, lieber Norman, dass wir das machen können hier. Danke natürlich auch den guten Nils, der hoffentlich auch draußen dabei ist, der den Hauptteil der Handarbeit gemacht hat. Und wir haben es tatsächlich ein bisschen spät getimt. Wir dachten, das klappt noch vor Ostern. Und dann haben wir doch das Tracking verfolgt und mussten feststellen, dass dann Dienstag Nachmittag die Hälfte noch nicht da war. Und deswegen haben wir einfach gesagt, komm, verschieben wir das. Deswegen sorry an alle, die vielleicht Mittwoch hätten dabei sein wollen, live, und jetzt nicht dabei sein können, live, aber dann noch immer noch die Chance haben, diese wunderbaren Stöffchen im Nachhinein probieren zu können. Und ja, da geben wir uns besonders viel Mühe, dass es großen Spaß macht. Also ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich glaube, in der Kombination habe ich diese vier wunderbaren Stöffchen noch nicht in einem Tasting gehabt und schon gar nicht online. Und denke, dass einige draußen schon ein bisschen betört sind von den Düften, die da jetzt, wenn ihr schon eingeschenkt habt, da auf euch zukommen. Und ja, ich freue mich sehr. Ja, auf jeden Fall. Du hast es ja gerade angesprochen, oder wir haben es angesprochen, es gab Pröbchen, die man bei dir erwerben konnte. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat es jetzt leider nicht mitbekommen, will es jetzt vielleicht noch danach ordern, habe ich hier im Chat gesehen. Muss man einfach mal gucken. Ich weiß nicht, ob du das dann nochmal machst oder nicht. Na klar. Könnt ihr euch wahrscheinlich beim Frank ganz normal nach dem Stream melden. Jetzt innerhalb von einer Stunde wird es wahrscheinlich nichts mehr. Aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, das Tasting bleibt weiterhin online und könnt euch das dann anschauen. Hier sind noch weitere im Chat dazugekommen. Der Gerrit ist da, der Arthur ist da. Also die ganzen Whisky-Drum-Talk-Leute, sage ich mal, hier aus Frankfurt, der Tim und. Also es geht schon hier einiges ab, wenn Fragen sind, wie ich sehe. Zum Beispiel, ich hatte kurz zum Sound und Audio mal kurz nachgefragt, scheint alles zu klappen. Schreibt gern mit @whiskybubbler, dann wird das hier so ein bisschen gehighlightet. Das heißt, dann werde ich keine Frage übersehen. Und wenn ich die Frage übersehe, dann schreibt sie einfach nochmal rein. Das bekommen wir hin. Und ich würde sagen, ich gebe einfach mal direkt an dich weiter, Frank. Stell doch Dankeschön. Mal vor, was wir trinken heute. Welche Reihenfolge werden wir denn so grob haben? Ja, wir fangen an eigentlich mit dem Blossoming, der normalerweise ein Tasting in den allermeisten Fällen, wenn er mal vorkommt überhaupt, das Tasting beendet als Highlight, als absolutes Highlight. Erzähle ich natürlich auch noch ein bisschen was dazu nachher. Dann gehen wir auf den Alba. Alba ist was ganz Besonderes. Ich erzähle natürlich nachher noch ein bisschen, was so die Kernfamilie ist und welches die Sonderabfüllungen ist. Gerade Alba und auch der darauf folgende Spiral sind Sonderabfüllungen. Heißt, die gibt es, wenn die mal weg sind, nicht mehr nachzubestellen. Und wenn man weiß, dass vom Alba und vom Spiral gerade mal 60 nach Deutschland gekommen sind, 30 zum Marco ins Bühler Whisky House. Schönen guten Abend, wenn du auch dabei bist oder das später anhörst. Unser lieber Freund, der quasi im Norden und natürlich schon viel, viel länger als wir von Whisky for Life diese wunderbaren Whiskys, sage ich mal, präsentieren darf. Und 30 zu Whisky for Life, also das ist schon immer eine ziemlich enge Kiste. Ein Blossoming, auch wenn immer ein Einzelfass das ist, wird es immer wieder in ähnlicher Form geben. Wobei, ihr wisst, Einzelfässer, auch wenn es alte PX-Fässer sind, sind immer ein bisschen anders, klar. Aber grundsätzlich, wenn das aktuelle Batch, kann man eigentlich nicht sagen, weil es ist ja ein Einzelfass, dann mal weg ist, dann kommt irgendwann Neues.
Und genauso ist es auch mit dem Very Sherry, der tatsächlich von der Produktpyramide bei Michel Covert die oberste Spitze ist. Der ist natürlich grundsätzlich preisintensiv mit 339 Euro für 500 Milliliter. Hochgerechnet sind es um die 460 Euro auf die 07er Flasche, so rechne ich halt auch immer. Aber es ist halt so, dass die Einzelfässer in Fassstärken immer als 500 Milliliter Flasche abgefüllt werden, weil sie einfach so wenig Bestände haben, muss ich vorstellen. Ihr wisst ungefähr, was so eine große Brennerei an Warehouse-Kapazitäten hat oder was auch Signatory hat. Da spricht man von 20.000 bis 30.000 Fässern. Covert hat vielleicht 800. Das ist nicht wahnsinnig viel und das ist jetzt weniger Marketing-Ding, sondern die sind halt einfach ein kleines Unternehmen, alles Handarbeit. Und deswegen ist auch so ein Very Sherried meiner Ansicht nach mit einer der besten Whiskys, die ich so ab und zu mal trinke, mir mal wirklich gönne. Ist ja auch nicht so, dass wir jeden Abend dann eine halbe Flasche wegmachen. Aber meiner Ansicht nach ist das, wie alle Michel Covert Whiskys, extrem hochwertige, rare und preiswerte Whiskys. Meiner Ansicht nach, ich habe Macallan mal früher gesammelt und geliebt, kostet sowas bei Macallan 10.000 Euro. Meine ich wirklich so. Ist jetzt nicht so was, dass man sich jetzt unbedingt 5 oder 10, 20 Flaschen Very Sherry aufs Lager stellen müsste. Kostet ja auch ein bisschen Geld, aber meiner Ansicht nach von der Qualität, wenn man so die 70er, 80er Jahre Oldschool Sherry Whiskys sucht und die vielleicht sogar mag und dann noch bezahlen möchte, ist das was man, glaube ich, auch bei anderen unabhängigen Abfüllern in der Form, wir zählen nachher nochmal, in was für Fässer die gelagert sind, kaum finden kann. Einfach die Fässer gibt es so nicht wirklich zu kaufen, glaube ich, auch für schottische Brennereien. Genau, hier wird auch schon angesprochen, Frank, du hast eine Macallan-Sammlung, also du kennst dich da auch mit Macallan ein bisschen aus, zumindest du hast den einen oder anderen getrunken aus den früheren Zeiten. Also du hast da, glaube ich, was Sherry angeht, auch so ein bisschen so deine Vorliebe oder deinen Vergleich. Ja, absolut. Das ist auch meine, war auch vielleicht meine Benchmark, wenn wir mit dem Blossoming gleich starten werden. Wir suchen ja immer, weiß nicht, ob ihr sowas kennt, das ist ja auch kein Schmutz, ja. Und da steht ja drauf, kennt ihr wahrscheinlich, for reasons not even science can wholly explain, whiskey has always matured best in oak casks that have contained sherry. Due to increasing expense and scarcity, other distillers no longer insist on sherry cask. The Macallan directors do. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ne? Kannst du das wird einfach mal reinhalten? Dann sieht man es, glaube ich. Sieht man die? Genau, 1974er also Macallan. Grundsätzlich kein Schmutz. Der ist 93 dann in die Flasche gekommen. Damals hat er, wenn du ihn kaufen wolltest, 50 Mark gekostet. Vielleicht 60. Ja. Die Preise heute, darauf will ich gar nicht drauf eingehen, ist sicherlich natürlich eine wahnsinnig collectible Marke. Aber wenn man so den 18-Jährigen noch Anfang, also bei Eurozeit schon gekauft hat, war der bei ursprünglich mal 80 Euro. Wenn du ihn jetzt bekommst in Deutschland, vielleicht 400, 500 Euro. Der 25-Jährige, wenn du ihn bekommst, ist er in der Brennerei, habe ich ihn gesehen, für 1300 Pfund. Meiner Ansicht nach nicht schlecht. Aber ziemlich dünn für so viel Geld. Und wenn du dagegen Very Sherried, werdet ihr vielleicht nachher mal probieren, mal dagegen trinken könnte. Und wir hatten auch schon mal ein Blossoming gegen einen 18-jährigen Macallan von 1965 quer getrunken auf der Schwetzinger Whiskey Spring. Und da war Blossoming für 179 Euro meiner Ansicht nach vom Geschmack her und vom Abgang her, von der Stabilität im Glas. Deswegen kann er auch durchaus eine halbe Stunde atmen, kein Problem. Viel stabiler, viel besser, preiswerter sowieso. Ja. Genau. Hier gibt es schon die ersten Fragen, zum einen deinen Laden, ob der wieder offen hat. Ich meine ja. Ja, wir dürfen offiziell, also es gab noch in Frankfurt nicht wirklich ein Verbot, wobei wir haben dann proaktiv auch zugemacht. Das kamen natürlich auch immer weniger Leute. Seit vorletzter Woche, ich glaube Mittwoch, Donnerstag, hat das hessische Ministerium beschlossen, dass Spirituosenläden und auch Weinläden als Lebensmittelspezialmärkte gelten und da offen haben dürfen. Unter gewissen Auflagen natürlich, wie ihr es von allen Läden kennt. Und so hat sich das auch bestätigt. Deswegen haben wir dann auch aufgemacht mit den Restriktionen. Ich habe zwar auch gehört, dass in Frankfurt es ab Montag Mundschutzpflicht sein wird in Läden, was ich natürlich persönlich ein bisschen kritisch sehe. Aber wir machen natürlich mit, wenn das Pflicht ist. Ganz klar, wir machen nichts, was nicht sein darf. Das heißt, wer sich gefragt hat, dürfen die überhaupt aufmachen? Wir hätten nicht aufgemacht oder aufgehabt, wenn wir es nicht gedurft hätten. Also ganz klar, wir sind da. Zu den Öffnungszeiten,
Und auch darüber hinaus, wenn ihr tatsächlich mal an einem Dienstag oder an einem Montag vorbeikommen wolltet, schreibt mir einfach eine WhatsApp oder eine E-Mail, findet ihr auf der Website und dann versuchen wir auf jeden Fall da zu sein. Und auch mittwochs bis Samstag sind wir normalerweise vor den Öffnungszeiten auch da. Ja, super. Arthur schreibt 1974 wohl der beste Jahrgang überhaupt. der war vor 2 Stunden noch im Laden und hat sich sein Sample-Set abgeholt. Ah, sehr schön. Ja, ich verkaufe den nicht, lieber Arthur, aber gut. Genau, Bernd sagt, ja, er hat schon geschrieben, wahrscheinlich nie zu probieren. Bernd sagt, es ist keine Fassstärke dabei, weil sie alle schwarzen Siegellack haben. Das, das ist nicht korrekt. Das stimmt nicht, der ist, Spirale ist Fassstärke, ne? Tatsächlich sind alle außer Blossoming Fassstärke. Alle außer Blossoming. Der schwarze Siegellack, das ist ja kein Wachs, ein Siegellack ist kein Indikator für Trink- oder Fassstärke. Das ist ein bisschen doof, ich hätte mir es auch anders gewünscht, aber es ist halt so, ist auch ein bisschen typisch für Michel Couvreur, da ist nicht alles irgendwie ganz, ganz konsequent durchgestylt und durchgedacht. Also Overaged ist das beste Beispiel, da gibt es ja beide, na, den Trinkstärke 43%igen mit schwarzem Deckel und dann die Fassstärke zwischen 50 und 54%, aktuell 51%. Da ist es natürlich dann in Rot. Aber ansonsten ist es kein Indikator. Und ihr könnt davon ausgehen, dass gerade die Karaffen, diese kleinen 500 Milliliter Flaschen, ihr seht es ja auch auf dem Bild, das hier zum Beispiel Alba und auch Very Sherry, allesamt, auch wenn da so ganz, ganz langweilig 45 oder 46 draufsteht in Prozenten, ist immer Fassstärke. Ausnahme, wie gesagt, beim Blossoming, aber es ist ja auch die 07er Flasche, der klassischerweise kommt nach 15, 16 Jahren mit etwa 50-55% aus dem Fass und wird dann auf 45% glatt herabgesetzt. Das ist wirklich die Ausnahme, auch gerade heute Abend. Ansonsten alle fassstark. Ja, der Jens spricht schon an. Also wir kriegen Fragen, oder wir fragen über den Alba jetzt schon. Der hat nur 46%. Wahrscheinlich können wir genau zu den Prozenten auch nochmal bei den einzelnen Whiskys drauf angehen. Das ist natürlich auch manchmal so eine Aussage. Ich glaube, der Rary Sherry, wenn man hochrechnet, könnte auch 26 Jahre sein anstatt 25. Kann das sein? Oder ist auch, also ja. Da sind solche Kleinigkeiten. Da ist es vielleicht bei Michel Couvreur nicht ganz so genau, wenn man da genau drauf guckt. Es passt in der Regel ganz gut. Und er hat ja da dieses Wetting-Gefäß, wo die Produkte einfach hergestellt werden. Also ich glaube, da wird ja schon mit den Aromen und den Whiskys gespielt, um diese Strengths dann aufzubereiten, sage ich mal. Und man darf ja 46,3 und so weiter, das ist ja dann alles noch in der Norm. Das ist einerseits richtig, wobei alle, die wir heute Abend haben, sind Einzelfässer. Mhm. Ja, also es ist absolut richtig, was du sagst, für ein Special Wetting. Ist ja aus 3 Whiskys gemacht, aus 3 Fässern gemacht, wobei auch da nicht die ganzen Fässer geleert werden. Bestes Beispiel vielleicht auch der Overaged. Ich schaue ein bisschen drüber zu meiner kleinen Familie. Overaged ist gemacht aus 15 bis 20 Fässern und wenn man jetzt mal rechnet, da kommt jedes Mal so vielleicht 200, 300 Liter raus. Wären eigentlich viel, viel mehr, als Jean Arnaud einen Wessel hat, also einen Edelstahltank, um das zu wetten. Es ist eher so, dass er aus dem einen Fass 50 Liter nimmt, aus dem anderen vielleicht 10 und so weiter. Das ist eine echte Handarbeit bei Overage, bei Special Wetting und vielleicht auch bei Intravaganza. Aber die heute Abend sind alles Einzelfässer. Also da wird nicht wirklich was gewettet, um auf den Alkohol zu kommen. Was er tatsächlich macht, und er nennt das so in ungefähr, ja, wir müssen da vorsichtig sein, wir müssen ein bisschen den Alkoholpegel kontrollieren, dass er idealerweise auch nach 20, 25 Jahren nicht unter 45% Alkohol fällt. Das ist dann wirklich so eine Art ABV-Management, dass er wirklich schaut, gerade auch durch das Umbetten dieser Fässer von einem sehr feuchten Bereich des Kellers, wo die Whiskys sehr viel Alkohol verlieren. Das wisst ihr wahrscheinlich, dass normalerweise dort, wo man eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit hat, und das ist eigentlich überall, fast überall der Fall in den Kellern. Du trinkst dort keinen Apfelwein, oder? Nein, das ist mein Wasserglas. Natürlich regional nutzt man hier die, du kennst das. Ja, genau, und er hat natürlich auch trocknere Teile des Kellers und das ist sein Alkoholmanagement, dass er wirklich schaut, okay, ich habe hier eigentlich schon viel zu viel Alkohol verloren, ich muss das Fass in einen trockenen Teil parken, sage ich mal, deswegen haben sie auch diesen kleinen neuen Anbau, den einige schon mal gesehen haben auf den Bildern, angelegt, wo sie ein ganz ähnliches, wie soll ich sagen, ja, wenn man da reinkommt, dann schnüffelt man genau das wie in einem Winzerkeller oder wo da, wenn ihr vielleicht mal in den Keller eines Winzers geht, der wirklich tief ist, der eigentlich so feucht und erdig ist. Bei Couvreur ist es mal extrem.
weil es geht bis zu 15 Meter runter. Du kennst es ja, Norman, wie es da unten feucht ist und auch natürlich, wie gut es da riecht. Es hat so eine feuchte Erdigkeit, die natürlich auch in die Whiskys reinkommt. Manchmal sagt man, dass es so in Richtung Muffigkeit geht, was für mich negativ ist. Muffig ist für mich nicht positiv, aber es hat diesen erdigen, diese erdige Feuchtigkeit. Ich weiß, dass gerade Jean, der Kellermeister, den ich heute Morgen noch gesprochen habe, sehr darauf achtet, dass die Whiskys nicht zu holzig werden, was natürlich eine Gefahr ist. Und das, eine andere Gefahr ist natürlich, dass durch diese hohe Luftfeuchtigkeit im Keller die Fässer morbide werden. Ja, so hatten wir das Glück, den neuen Achates zu bekommen für Marco und das Whisky, für Brühler Whisky House und Whisky for Life vor einigen Wochen, wovon auch übrigens ein paar Flaschen da sind. Wir hatten vor 3 Jahren den Coeur de Carve bekommen. Ein wahnsinniger, toller Whisky, den wir nochmal ein halbes Jahr zur Hälfte liegen haben lassen. Sehr gut, gut vorbereitet. Weil wir Jean-Arnaud gefragt hatten, wie ist das denn? Können wir eine Hälfte abfüllen, der schon sehr, sehr gut ist? Und was passiert, wenn in einem halben Jahr wir den die zweite Hälfte rausholen? Meinte er, es ist kein Problem. Das Fass ist stabil. Er wird nicht holziger werden, er wird eher noch mehr sherryt werden. Und es ist auch wirklich geworden. Bei Mahades hat er gesagt, das Fass wird natürlich auch, wenn man die Hälfte abzapfen würde, instabil werden. Mhm. Und er könnte nicht garantieren, ob in einem halben Jahr wirklich dieser Effekt wie beim Coeur de Carve da wäre, sondern vielleicht wird es kaputt wirklich, das Fass wirklich brechen. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, als wir halt damals runter sind und dann kommt man in den Keller und dann heißt es, das ist die trockene Ecke und das war da schon nass. Ne? Und dann sind wir rüber da in den tieferen Bereich und da lag dann, ich glaube, ein Fass, was am Ende in den Blossoming wandern sollte und wir durften es ja probieren, so wow, füllt ab. In Fassstärke. Füllt ab, genau, hatte irgendwie 50% und Giorno, nein, das muss noch runter von den Volumenprozenten, also da ist das natürlich, wie du gerade so schön beschrieben hast, seine Aufgabe, die er da macht. Und ich weiß noch, vielleicht ist das sogar jetzt genau dieser Spiral Chapter 3. Im Eingangsbereich, wo es trockener war, lag dann der Spirale oder ein paar Fässerspirale, die stand ja schon drauf, die das dann werden sollten sozusagen. Genau, also das Parken trifft das, glaube ich, wirklich ganz gut. Und wirklich an dem Punkt, wo er schon langsam reif wird, nicht mehr zu viel Alkohol zu verlieren. Ja, und es gab auch ein paar Beispiele, wo dann wirklich nach 15 Jahren nur noch 43% da waren, Fassstärke. Und da musst du natürlich gucken, wenn das einfach ein außergewöhnliches Fass ist, dass du eigentlich noch ein bisschen länger liegen lassen möchtest. Und das ist bei Couvreur natürlich nach wie vor das oberste Gesetz, dass die Qualität passen muss. Die würden niemals ein Fass abfüllen, weil sie sagen, okay, wir brauchen jetzt mehr Cashflow, wir brauchen Liquidität, wir verkaufen jetzt das Fass, obwohl es eigentlich unserer Meinung nach noch nicht fertig ist. Das wird nicht passieren bei Couvreur. Sie werden immer warten, aber sie haben natürlich das Problem, dass sie immer noch zumindest mal nach 15, 20 Jahren, wenn sie natürlich auch einen Whisky für, ich sag mal, 300 Euro verkaufen wollen, noch eine gewisse Kraft auch da ist, ja, dass er nicht zu flüchtig wird. Ich meine, ihr werdet nachher wahrscheinlich bei dem Very Sherryt merken, mit 45%, was der für eine Dichte, was der für eine Tiefe hat, mit nur 45%, wo wir alle Japanen 50% durchaus abkönnen oder auch Ende 50% abkönnen. Aber gerade bei dieser Qualität der Fässer und in diesem Umfeld der Feuchtigkeit, wo man viel Prozente verliert, ist das was, glaube ich, was man wirklich als Konzentration dessen, was man aus einem PX-Fass oder aus Sherry-Fässern rausholen kann, wirklich erreichen kann. Wie es vielleicht in den 70er, 80er Jahren doch mal häufiger üblich war, weil einfach die Fässer besser waren, weil es einfach mehr Sherry-Fässer, gute Sherry-Fässer auf dem Markt gab. Und ihr wisst vielleicht, dass die Sherry-Fässer, die Couvreur verwendet, mindestens 25 Jahre lang Sherry gehalten haben. Also muss ich mir vorstellen, auch noch eine Frage, genau, bevor du darauf eingehst, ob wir ein bisschen was zu den Sherry-Arten oder vielleicht zu den Bodegas auch was sagen könnten vom Jan. Ja, vom Jan, der weiß es doch besser als ich. Ich weiß nicht, ob das der Jan ist. Aber der ist. Also tatsächlich, also erstmal, sie haben tatsächlich ein paar befreundete Bodegas, dazu gehört insbesondere Toro Albalá. Die Sherrys haben auch Jahrgangssherry aus den 60er Jahren, ich glaube, es sind die 30er Jahre runter. Und von denen bekommen sie auch in den nächsten 5 Jahren, da haben sie sogar einen kleinen Kontrakt gemacht, wie mir Jean verraten hat, 50 Fässer. Das ist, wenn du nur 50 Fässer in den, nur 800 Fässer in den Keller hast, schon eine ganze Menge. Und wirklich den Lebensversicherung in den nächsten Jahren diese Fässer zu bekommen. Und das sind, man kann sagen, über den gesamten Keller gesehen etwa, ja, ich würde sagen, 60-65% PX. Und in Gänze muss man sich ja vorstellen, klar gibt es noch ein paar Oloroso-Fässer, ein paar Portweinfässer. Es gibt übrigens, ihr wisst ja, dass Couvreur
quasi im Herzen des Burgunds sitzt, in der Nähe von Beaune, in Buslebon. Das ist also das ist das Herz der hochpreisigen Pinot Noirs mit Romane Conti und den ganzen Dingern. Meiner Ansicht nach völlig überschätzte Weine, weil einfach, ich weiß nicht, Pinot Noir in Spätburgunder ist für mich mag sein ein eleganter Wein, aber nicht das, was mir wirklich Spaß macht. Aber egal. Und sie haben kein einziges Burgunderfass im Keller, kein einziges. Sie haben ein paar Rotweinfässer von Gaia, also ein paar Barolo-Fässer, haben sie. Ein paar besondere französische Weinfässer. Wir kommen ja nachher auf den Alba mit dem Chenin Blanc Fass und auf den Spiral mit dem Vin de Paille Fass. Aber kein Rotweinfass. Also auch kein Bordeaux Fass, kein Burgunder Fass, nichts. Ja. Und 95% First Fill, das schreiben die gar nicht drauf, das ist Standard bei Couvreur. Da muss ich mir mal vorstellen, wenn man mal bei Bonnerhaven vielleicht war und sieht dann halt im Warehouse-Tasting, was dann so der zweite von rechts ist, ist dann meistens so ein, oder so der zweite von links, meistens dann so ein PX-Fass, Noué, das ist schon wirklich High-End, 25, 30 Jahre lang lag da der Sherry drin, das sind die jüngsten Fässer von Couvreur. Und bei McKellen sind es 3 Jahre Seasoned-Fässer, wo ein drittklassiger Sherry mal durchgejagt wird. Macht immer noch einen schönen Whisky, keine Frage. Ist nicht so, dass eine große Brennerei wie McKellen schlechten Whisky macht, meiner Ansicht nach. Ich glaube eher, dass kleine Brennereien schon einen schwierigeren Weg haben, einen guten Whisky zu machen. Das ist Geschmackssache. Aber von der Qualität der Sherry-Fässer und was man davon erwarten kann, das ist schwierig zu machen mit einem McKellen heutzutage. Sowas zu haben, wie sie vielleicht hier noch in dieser Zeit hinbekommen haben, weil einfach die Fässer noch besser waren. Ich wollte gerade sagen, als wir damals da waren, gab es gerade ein frisches Portweinfass, was hieß, das hatte 100 Jahre Port. Also das sind dann einfach das Dinge, die kann man sich gar nicht ausmalen. Also gerade auf genau. Und da wird dann auch gesagt, das Fass war ziemlich schwer. Ne? Da kann man sich vorstellen, was da sich dann so an eine Kruste so im Fass sammelt. Es gibt noch eine weitere Frage von dem Abandon bezüglich Ausblick. Was kommt zu Michael Couvreur noch? Das würde ich sagen, das schieben wir nach hinten einfach. Ja. Das passt dann auch ganz gut zu unserem Ablauf. Chris von der Potstel sagt, wer sucht denn bei Couvreur die Whiskys in Schottland aus? Auch Jean Arnaud? Ja. Die Frage können wir, ja, macht er? Ja, das macht er tatsächlich. Es ist ja immer so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man eigentlich darüber nicht spricht. Ich habe früher auch nachgefragt, auch als ich das erste Mal da war, 2014 in den Kellern. Ich hatte ja seinerzeit angerufen und hat gesagt, ja, ich plane einen Whiskyladen aufzumachen. Ich würde wahnsinnig stolz sein, eure Whiskys zeigen zu dürfen, vielleicht auch auf Messen zu sein. Und meinte ich so, ja, klar, besprich halt mit Marco. Und da haben wir uns getroffen und haben uns im Prinzip so ein bisschen aufgeteilt. Alles wunderbar. Und ich habe immer nachgefragt, ja, woher kommt denn jetzt das Zeug? Und sie haben es mir nie gesagt und bis ich irgendwann verstanden habe, das ist eigentlich auch wirklich völlig wurscht. Das klingt ein bisschen lapidar. Normalerweise will ich ja schon wissen, gerade wenn ich ein paar hundert Euro ausgebe, was da für ein Whisky dahinter steckt. Aber bei Couvreur geht es immer nur um den Geschmack. Und selbst wenn wir wüssten, dass es von der Highland-Brennerei ABC wäre, und dann bist du so dominiert von den fetten Fässern, ich würde sagen, normalerweise kein Mensch die Brennerei rausschmecken. Das ist auch wirklich sekundär. Und die meisten, glaube ich, die sich immer in diese Geschichten verliebt haben, können damit auch mittlerweile gut leben. Nebenbei bemerkt, über die Fässer, in denen die Whiskys gelagert sind, wissen wir deutlich, deutlich mehr, als normalerweise auch bei unabhängigen Appellern draufsteht. Da steht ja meistens nur, ja, Sherry Cask, ja was denn, wenn du ein Hogshead hast, da bist du schon zufrieden. Man muss sich mal vorstellen, Couvreur hat man. Ja, genau. Ich würde also, auch sagen, wir können ja gerne weiterreden, aber wollen wir vielleicht schon mal, die ersten Leute werden schon ganz hibbelig, ob wir auch denn was trinken wollen. Also wenn wir schon über die tollen Sherrys, der eine oder andere hat schon, gibt es auch die Frage, bekommen sie denn New Make oder reifen die denn in den Keller? Ich glaube, da gibt es beides. Da können wir gerne eingehen und ein bisschen den Blossoming schon mal ein bisschen verriechen parallel. Ne? Ja. Ja, ich glaube, die meisten von euch haben ja auch den schon ein paar Minuten oder vielleicht sogar 1-2 Stunden, habe ich gelesen vorhin, schon im Glas. Also tatsächlich wird er nach 5-6 Stunden ein bisschen fragil, das muss ich sagen. Ja, wir haben ja manchmal auf Messen, gleich wenn wir aufbauen, schon mal ein Glas, das wir hinstellen, also einschenken und hinstellen. Und dann, wenn jemand ein Blossoming probieren möchte, schenken wir den Fisch ein und halten ihm unser Glas dagegen. Und die Leute verstehen eigentlich kaum, dass es wirklich der gleiche Whisky aus der gleichen Flasche war. Der halt dann aber einfach eine halbe Stunde oder vielleicht 2 Stunden Luft bekommen hatte, was er extrem braucht. Vielleicht mal das vorneweg, meiner Ansicht nach, ich glaube, dass kein Couvreur, kein einziger wirklich Wasser braucht. Das ist meine persönliche Meinung und ich bin wirklich ein Freund davon, das mal auszuprobieren. Ich habe es natürlich auch ausprobiert. Luft brauchen sie eigentlich alle. Wobei es immer Whiskys gibt wie Blossoming, die wirklich meiner Ansicht nach deutlich besser werden. Mir besser gefallen, nach einer Viertelstunde Luft, nach einer halben Stunde Luft. Ein Overaged
kann das auch vertragen, ist aber schon eigentlich normalerweise im Glas schneller präsent. Ja, und bei Blossoming geht es mir immer wieder so, mal ist der vielleicht ein bisschen lakritzig, wobei ich es eher mag, wenn er rosinig ist. Ja, da könnte man eigentlich länger dranbleiben. Ich wollte gerade sagen, da können wir vielleicht beim Blossoming ganz gut drauf eingehen. Du sagtest rosinig, lakritzig. Ich finde den jetzt persönlich gar nicht so rosinig, jetzt direkt in der Nase. Aber ich meine, der davor, da hast du gesagt, der hat sehr viele Rosinenaromen. Ne? Also da merkt man dann auch, die Blossomings variieren leicht. Es ist natürlich nicht ganz extrem, aber es ist halt eine Variation da, die man dann merkt. Das ist absolut richtig. Ich will nicht sagen, dass es ein Problem ist, aber Blossoming ist ein Beispiel, auch der Intravaganza ist ein Beispiel, der ja auch häufig ganz, ganz rosinig ist. Der schmeckt ja fast wie ein Rosinenlikör im Abgang. Manchmal ist er halt ein bisschen trockener. Und ich muss auch sagen, ich bin wirklich ein Verfechter, nicht nur ein Botschafter, sondern auch ein Verfechter der Qualität von Couvreur, von den Couvreur-Whiskys, weil ich sage, ja, da ist eine geschmackliche Schwankungsbreite, die ist meiner Ansicht nach da und ist auch nicht zu vermeiden bei den kleinen Kapazitäten, die haben. Aber eine Qualitätsschwankung haben sie nicht. Ich will nicht sagen, dass die Whiskys, wenn du sie von Couvreur vor 20 Jahren gekauft hättest, wirklich genauso sind wie heute. Mag sein, dass es auch da, vielleicht auch einfach, weil die Sherry-Fässer vielleicht doch anders geworden sind. Schlechter geworden sind, weiß ich nicht, weil die Qualität, die bekommen, ist immer noch unglaublich gut. Aber tatsächlich idealerweise bei so einem Stöffchen, ich meine, auch der kostet 179 Euro, probiert man den im Laden und schaut dann halt wirklich, dass das Batch ist, das man auch im Glas hat. Das ist zugegebenermaßen bei Couvreur ein bisschen schwierig. Das habe ich auch erst mit Marco zusammen vor einem Jahr rausbekommen, dass da eine Batchnummer drauf ist, eigentlich auf jeder Flasche. Unten L für Lot, also für Lot. Und dann steht das Jahr und hinten die Produktnummer. Also hier aktuell 2019 006. Jetzt ist es aber so, dass die 006 für Blossoming steht und nicht für das Fassnummer 1, 2, 3 des Blossomings aus dem Jahr 2019. Das heißt, wenn man es hart nimmt, und daran arbeiten sie, wird man ein anderes Fass haben unter dem Blossoming mit der gleichen Batchnummer. Das wissen sie und ist auch so eine Hausaufgabe, aber das haben sie bisher noch nicht wirklich Ich wollte gerade sagen, es ist ja quasi rechtlich, glaube ich, Pflicht, diese Lotnummern. Und ich meine, wie das alles abläuft. Es ist ja auch ganz schön, dann in der Zukunft, wenn man da nochmal zurückschaut, die Whiskys auch irgendwie identifizieren zu können. Das hat man ja auch heute bei alten Raritäten, dass es einfach eine Suche ist und dann an diesen Flaschen Bottle Codes dann identifizieren kann, aus welchem Jahrzehnt oder welchen Jahren sie dann stammen, ob das Anfang 70er, Ende 70er und so weiter ist. Mhm. Also hier im Chat sind schon sehr viele Aromen, das finde ich sehr schön. Die Leute schreiben Verschiedenes. Ich beeinflusse einfach mal uns, indem ich sage, hier steht tolle Nase, nicht sofort ins Gesicht, sondern eher langsam. Sherry-Noten sehr elegant, Nussnoten nominieren, schöne Fruchtnoten, kandierte Orange. Manche sagen, es erinnert einen an einen sehr alten Glenfarclas, Zitrus, Lakritznoten, die du ja auch schon erwähnt hast, die Lakritznote. Ich würde auch bei dem Lakritz mitgehen und diese tiefe alte Sherryfrucht, die da so ein total in die Nase sticht. Ja, also sehr würzig. Mir geht es halt gerade bei den Blossomings so, die ja wirklich, man merkt ja richtig, dass die im Keller gereift sind. Ich weiß nicht, ob man so ein Produkt überhaupt irgendwo oberirdisch in Schottland erzielen kann. Aber trotzdem ist es halt eher was Kelleriges, oder wie soll ich sagen, etwas, was Kelleraromen hat, als dass jetzt zu viel Holz hat. Der ist würzig, aber beileibe nicht zu holzig. Und das ist eben genau das Ziel, was auch der Genre immer wieder verfolgt. Bitte nicht zu viel Holz. Und meiner Ansicht nach kriegt das gut hin, weil es klingt ja fast ein bisschen paradox, weil du reifst ja in einem Holzfass, in einem sehr alten Holzfass. Und Jean-No hat mal erzählt, wenn du da sagst, okay, was macht einen Unterschied zwischen einem jungen Sherryfass und einem alten Sherryfass aus? Wenn du ein frisches Sherry-Butt bekommst von der Tonelaria, also von der Küferei in Spanien, wiegt das Ding, Fassungsvermögen 500 Liter, etwa 150 Kilo. Sag ich, also nur Holz und die Ringe. Und dann füllst du dann den Sherry rein, lässt ihn 30 Jahre drin. Oh, ich habe schon probiert. Das Falsche war an alle, also ihr müsst nicht drauf warten, ihr dürft zwischendurch probieren, davor probieren, macht das, wie ihr wollt. Wir probieren euch zu unterhalten, wir sind die schönen Details zu den Blossomings und verschiedenen Abfüllungen, aber auf euer Wohl. Ne? Santé. Interessant.
natürlich gleich im Mund voll. Gerrit schreibt gerade, wie bekommt man das denn hin, dass ein alter Whisky nicht so stark nach Holz schmeckt? Und ein Gruß an Marco, er hat gerade zugeschaltet. Gute Männers, oder? Hat er gesagt. Gute. Gute zurück, ne? Gute zurück. Wusste gar nicht, dass er hessisch kann. Cool. Na, es steht guten Abend wahrscheinlich also. Da. Ich habe das leicht übersetzt. Ja, sehr gut. Ja, das ist eine gute Frage, weil normalerweise, ich habe ja auch erzählt, dass diese Fässer auch häufig wirklich marode, morbide werden und auch teilweise brechen. Das ist natürlich nicht das, was du haben möchtest, wenn du sowieso dann ist dein bestes Asset ist ja nicht wirklich der New Make oder das New Make, was du halt aus Schottland beziehst. Die kommen übrigens in Liquid Containern, diese 3000 Liter IBCs aus Schottland, von welcher Brennerei auch immer, rüber und dann eben normalerweise in frische, vor allen Dingen PX-Fässer. Ja? Aber dann durch die Feuchtigkeit sieht es halt nach 10, 15 oder 20 Jahren teilweise ganz schön schlimm aus, wenn man auch sieht, dass die teilweise so im feuchtesten Teil so Plastikplan über die Fässer legen. Hast du vielleicht auch gesehen, dass halt nicht noch mehr wie Regen von oben runterfällt und die Fässer noch mehr angreift. Es ist meiner Ansicht nach vor allen Dingen halt die Überwachung von Jean No, von der wahrscheinlich jedes seiner einzelnen 800 Fässer wie von 800 Kindern gut kennt, um einfach zu sehen, dass er eben nicht zu viel Holzeinfluss bekommt. Aber ich glaube auch da, die Qualität der Fässer ist jetzt ja nicht nur das Alter der Fässer. Es ist ja auch die Qualität des Holzes, was es vielleicht auch ausmacht. Das ist ja auch teilweise richtig, richtig dickes Holz von richtig alten Fässern. Ich muss mir vorstellen, klassischerweise reift so ein Blossoming etwa 15, 16 Jahre in Fässern aus den 30er, 40er, 50er Jahren. Also diese Fässer müssen schon auch einiges abkönnen. Ja? Deren älteste Fässer, die ich gesehen habe bei Cuvée, sind von 1895. Von 1895, das heißt, diese Fässer haben schon mal über 100 Jahre lang Sherry aushalten müssen und wurden dann transportiert. Auch das ist, glaube ich, ganz interessant, von wegen, wie transportiert man die, beziehungsweise was für eine Qualität ist das? Sind die geschwefelt? Nein, sind sie nicht. Oder zumindest minimal, weil wenn du eine längere Überfahrt über Wochen vielleicht hast, von Spanien nach Schottland, müssen die eigentlich geschwefelt sein. Und so, dass man dann im Zweifelsfall auch mal, ja, wie soll ich sagen, so schmutzige Sherry-Whiskys bekommt. Das wirst du bei Cuvée so nicht bekommen. Diese Fässer würde Jean No zurückgehen lassen. Ja? Also sind wirklich Fässer, die montags entleert werden in Andalusien, in den Bodegas, auf Geheiß von Cuvée, dann transportiert werden und donnerstags schon befüllt werden in den Kellern. Und dieser Transport, der passiert nur zwischen Dezember und März. Die wollen also nicht, dass irgendwann im Hochsommer diese Fässer irgendwo auf dem Parkplatz, auf dem Laster bis zu 50, 60 Grad erhitzt werden und dann natürlich kaputt gehen könnten. Ich meine, da merkt man allein, was das für eine Detailarbeit ist, die sie sich da raussuchen. Der Alexander hat kurz gefragt, was IVCs sind. Das sind diese großen Plastikcontainer, ne? Genau, diese Bullcontainer, die sind verschieden groß. Klassischerweise diese wirklich ganz großen, die ihr auch auf Bauernhöfen manchmal seht. Da ist meistens dann eher Wasser drin und kein New Make. 3000 Liter, meine ich, ist das Größte. Und das ist das übliche, die übliche Größe an New Makes, die sie da importieren. Das ist übrigens in allermeisten Fällen New Make. Für den Overage ein bisschen anders, weil nach meinem letzten Wissensstand ist es da eher ein 5-jähriger Blended Malt, der vorgereift wird in Refill Bourbon Fässern in Schottland und der dann eben so auch auf Palette rüberkommt. Ist aber wirklich eine Basis, ich meine wirklich nur für Overaged. Das ist dann halt auch als Overaged ein Blended Malt, steht jetzt nur Malt drauf, weil die Bezeichnungen, die vorne draufstehen, sind nicht immer so, wie ich mir das auch wünschen würde oder wie Marco sich das wünschen würde. Beim Candid steht Malt Whisky auf, wobei der Genre immer wieder betont, es ist immer ein Single Malt und Candid. Wobei tatsächlich, wer sich schon mal beim Overaged, Fassstärke, wenn man sich ein bisschen verliebt hat, in den sich schon mal beschwert hat darüber, dass das kein Single Malt ist, weil es wird mir rausschmecken, dass es ein Blended Malt ist, würde ich sagen, Hut ab, ich kann das nicht. Ich finde den einfach nur unglaublich gut jedes Mal. Und er schießt normalerweise, würde ich sagen, 95% der Whiskys auf den Markt. Gerade wenn man Whiskys im Sherryfass mag und vielleicht so ein kleines Fitzelchen von die Rauchigkeit ertragen kann, weil 2-3% PT-Whisky-Anteile, 12-jährig hat er auch drin. Ja. Obwohl, das fand ich sehr spannend. Als wir vor Ort waren, haben wir den ja selbst geblendet, den Overage. So ein bisschen, wir durften aus den Bestandteilen zumindest etwas Ähnliches bauen.
Und bis dahin hatte ich nie auf dem Radar, dass da rauchiger Anteil ist. Und dann hat es mich fast schon erschrocken, dass da quasi für die Basis ja ein Drittel fast schon an rauchigem Whisky drin ist. Der Malt Matters hat noch kurz geschrieben, hab dich unterbrochen leider, ob du das noch ausführen kannst. Die Frage ist, ob es jetzt noch präsent ist. Das Gewicht von der Fässer sind bei Genau. 150 Kilogramm. Da hatte ich dich dann unterbrochen. Ja, ich habe den roten Faden noch, weil es ist eigentlich unglaublich, nach 30 Jahren, wenn du dann den Sherry rausleerst, hast du etwa ein Fass, das nackt 270 Kilo wiegt. Das heißt, über 100 Kilogramm, 100, 120 Kilogramm sind im Holz drin. 120 Kilogramm im Holz, also das ist was du mit dreijährigen Season-Fässer einfach nicht hinbekommst. Das geht meiner Ansicht nach nicht. Ja, und ja, deswegen ist da die Qualität einfach so wichtig und so gut. Und wie gesagt, 25 Jahre ist das jüngste Fass, was die da eigentlich rumliegen haben bei Cuvier. Die meisten Fässer sind deutlich älter. Und da kann man vielleicht ein bisschen verstehen, warum diese Whiskys so außergewöhnlich sind. Vielleicht nicht wirklich billig, aber ich würde sagen, zu jedem Einzelnen, ob es jetzt ein Intravaganza ist oder wirklich ein Very Sherry, es sind preiswerte Whiskys. Wenn man sich da mal wirklich drin verliebt hat und mal durchprobiert hat und ihr wisst, bei Marco könnt ihr es probieren und auch auf den Messen, die irgendwann hoffentlich wiederkommen werden. Oder auch wir von Whisky for Life sind normalerweise mit Nils, Jan und Frank auf ja, 10 bis 15 Messen in Süddeutschland unterwegs. Hoffe, dass wir Rüsselsheim machen können, um da ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Ende September, letztes Wochenende, Freitag, Samstag. Wir wissen es noch nicht genau, wir haben es natürlich Wird angemeldet. auf jeden Fall knapp, Muss mal ne? gucken. Wird knapp auf jeden Fall. Ja, wir hoffen es. Und wenn wir es machen dürfen, auch mit Beschränkungen, wollen wir es machen. Solange wir da mehr als 10 Leute in die Festung Rüsselsheim reinlassen dürfen, zur gleichen Zeit, dann machen wir das auf jeden Fall. Sehr schön. Ein paar Leute sollten schon mehr sein, ja. Ja, was kann ich noch erzählen? Ja, 90% First Fill kann man sagen. Das ist schon was ich immer wieder faszinierend finde. Normalerweise würdest du es überall draufschreiben, wenn es mal First Fill ist. Bei denen ist das Standard, dass es 25-jährige Whiskys ja, Sherryfässer sind, die zum ersten Mal befüllt werden und normalerweise nur einmal befüllt werden. Das heißt, diese Feuchtigkeit macht es auch aus, dass du natürlich gerade bei der Erstbefüllung vor allen Dingen so viel rausbekommst und häufig dann auch nach 15 Jahren das Ding nicht mehr verwenden kannst, weil es halt einfach kaputt und ja, einfach fragil wird. Und ja, was ganz interessant ist, dass sie eigentlich, da habe ich auch einige deutsche unabhängige Abfüller schon angefragt, ob man da Fässer bekommen kann, die ja bestimmt auch bei der Zweitbefüllung noch ganz gut sind. Machen sie normalerweise so nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Fässer wirklich dann auch nach der Erstbefüllung so auch ausgelaugt sind, dass du wahrscheinlich bei der Zweitbefüllung gar nicht mehr so den großen Effekt hast, wie du es dir bei einem normalen Refill-Sherry-Fass immer noch erhoffen kannst. Aber meines Wissens verkaufen die nicht draus, sondern ab und zu verschenken sie es an französische Brauer, die dann noch ihr Bier reinfüllen. Ich habe auch noch hier so ein hochprozentiges, 10,5-prozentiges Bier, was man nicht morgens trinken sollte, das eben auch eben in Sherryfässern, die bei Cuvier im Einsatz waren, gereift wurde. Genau, das kam mir gleich in den Gedanken, also ich hatte das Bier mal gesehen, ich hatte es selbst noch nicht probiert, aber dass das dann ich glaube, so eine etwas größere Flasche, dass Ja. Joanneau dann mit Bierbrauern zusammenarbeitet und die alten Fässer dahin gibt, weil die dann natürlich nur kurz drin lagern und das Genau. Fass würde halt das wahrscheinlich dann, wie du sagst, nicht aushalten. Ja, Ja. das denke ich auch. Also es ist wirklich eine Frage einfach. Die Feuchtigkeit nagt natürlich an den Fässern, so schön es ist für die Erstbefüllung. Die Zweitbefüllung ist in den meisten Fällen gar nicht möglich. Also wie gesagt, man muss sich mal vorstellen, die Fässer waren aus den 30er Jahren teilweise 70, 75 Jahre befüllt, wie auch bei Machates. Und wenn dann nochmal 11, 12 Jahre, wie bei Machates, nochmal mit Destillat befüllt aus Schottland. Ja, da ist halt auch noch irgendwann mal Ende Gelände. Ja. Ich wollte gerade sagen, das Fass sieht schon aus. Da wird der meiste, die meisten sagen, wenn du das siehst, oh, das kann das weg, das muss doch irgendwie entsorgt werden. Ich fasse das Fass nicht an, sondern auch Ja. Motor. Ne? Und ja, da schlummert dann teilweise der für mehrere Jahre so ein Orchardes oder Coeur de Cave drin oder andere Dinge. Das ist Ja, also natürlich. die Fässer sehen wirklich nicht schön aus. Du hast da habe ich auch immer die so einen richtig so einen Pilzmantel drüber, so einen Penicillin-Pilzmantel. Sind also keine Spinnenweben, sondern eher wirklich durch die Feuchtigkeit so ein Pilz. Nicht schön, aber der Effekt ist sehr, sehr gut. Wenn man sich mal vorstellt, okay, das ist jetzt hier so ein Javier Fernando Dres, so ein 30er-Jahre-Fass. Aus den 30er Jahren? Wann war das? Wie lange war da Sherry drin? Also, das ist schon ein Erlebnis und um da vielleicht nochmal so ein bisschen Schleichwerbung zu irgendwann mal für eine Fahrt, die wir wieder machen dürfen. Wir waren ja in den letzten beiden Jahren im Mai mit einer kleinen Gruppe von ja, 11, 15 Leuten im Burgund und haben es uns angeschaut.
Ich bitte von einem abzusehen, die sind da wirklich ein Mini-Team und da tatsächlich anzurufen, ich bin gerade zufällig in Bonn, kann ich vorbeikommen, das wird normalerweise nicht klappen, weil sie einfach kein Besucherzentrum haben und ist auch nicht ausgelegt dafür, dass sie das irgendwie in absehbarer Zeit machen. Es ist ein Mini-Team und ich hatte irgendwann mal gesagt, ich würde ganz gerne mal eine kleine Gruppe von Whisky-Bekloppten dahin fahren. Und Jean hat gesagt, ja, können wir gerne machen. Und so haben wir das 2018 zum ersten Mal, letztes Jahr zum zweiten Mal gemacht. Und wir haben es jetzt eigentlich geplant fürs letzte Juni-Wochenende. Das ist natürlich nicht wirklich realistisch, wenn man Realist eben sein möchte. Aber irgendwas machen wir. Vielleicht machen wir mal ein Online-Tasting mit Jean. Mal gucken. Aber der Besuch ist geplant, aber sieht dann eher nach Herbst aus, glaube ich. Aber wenn man da mal war und dann eintaucht, ich sage immer so, habt ihr mal Schweigende Lämmer gesehen? Wenn es dann in den Keller runtergeht, nur dass da halt keine Grube und kein Mädchen ist, sondern halt wirklich 800 Fässer und es riecht schon so und da ist man schon eigentlich mit Gänsehaut unterwegs. Ich weiß noch, dein Video, lieber Norman, als du gesagt hast, sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist schon Wahnsinn, ja. Ja, das war auch einfach, also ich meine, wenn man da hinkommt, zum einen ist man eh gut eingestimmt, man hat schon den ein oder anderen leckeren Whisky getrunken. Und dann sieht man das vor Ort, als auch, dass man total ja, liebevoll, sage ich mal, empfangen wurde. Ja? Also wahrscheinlich natürlich auch hauptsächlich durch dich, weil ihr euch da kennt, aber auch allgemein hatte man einfach das Gefühl, nach einer halben Stunde, man konnte Jean-Arnaud jede Frage stellen und hat sie beantwortet. Das war einfach der Knaller. Also man musste sich nur die Zeit nehmen und jeder hatte natürlich Fragen. Aber ich weiß ja nicht, wir haben ja dann am Ende das Abendessen verschoben, weil wir da im Keller geblieben sind. Wollt ihr wirklich noch was sehen? Nö, wir sind ja eh deswegen hier und haben quasi alles verschoben bis zur letzten Minute, sind direkt zum Essen gefahren und haben, ich weiß gar nicht, 4-5 Stunden da in diesem Keller verbracht. Und es kam einem vor wie, oh, schon die Stunde ist vorbei. So, also das war unglaublich. Ja, es hat mehrere Effekte. Also erstmal ist Jean, glaube ich, ein wunderbarer Gastgeber und ich habe noch keine Frage gehört, die er nicht beantworten wollte. Die einzige Frage, die er tatsächlich nicht beantwortet, ist, woher kommt das New Make? Das darf er nicht beantworten, weil er kriegt da auch Ärger und wird wahrscheinlich auch den New Make teurer einkaufen. Aber das spielt bei den Whiskys von Couvreur echt keine Rolle, ob das jetzt ein Milton-Duff ursprünglich war oder ein Edeldau oder was auch immer, ist völlig wurscht. Aber alle anderen Fragen, und zwar, ich würde sagen, wirklich ohne Ausnahme, haben wir beantwortet bekommen. Und er ist ein wunderbarer Gastgeber, der auch noch ganz gut Englisch spricht, finde ich. Das ist ja auch in Frankreich nicht so ganz normal. Und er ist überzeugter Europäer und spricht auch eigentlich ganz gut Deutsch und mag vor allen Dingen Riesling, wie ich auch. Und also gibt da einige Parallelen und ich mag die Leute sehr, sehr gerne und natürlich insbesondere Jean Nova, muss ich mir vorstellen, der ist seit 22 Jahren im Prinzip das Herz und der wirklich würdige Nachfolger von Couvreur, der 2013 verstorben ist. Er ist diplomierter Önologe, der irgendwann mal das Zeug probiert hatte und hat gemeint, ich müsste da arbeiten. Also er müsste da arbeiten. Ich würde es auch gerne wollen, aber ist ja kein Platz. Und so kam er zu Michel Couvreur und hat sich vorgestellt und Michel hat sie ihn weggeschickt. Und Macht, also die Witwe, die heute noch lebt und auch sehr, sehr gerne Zigarre zu einem Peaty Whisky raucht, hat Jean-No zurückgeholt, weil er hat so, Michel, bist du blöd? Das ist genau der richtige Mann, den brauchen wir hier und seitdem arbeitet er dort. Und wenn man sich vorstellt, dass Jean-Arnaud und nur Jean-Arnaud jeden einzelnen Overage per Hand macht und im Prinzip jedes Fass auch selbst aussucht, wobei er natürlich gerade auch bei diesen Einzelprojekten, Einzelfässern eigentlich immer mit Cyril Deschamps, das ist der Schwiegersohn von Michel Couvreur, abspricht. Also das ist schon wichtig, vielleicht auch ein unterschätzter Cyril, weil man ihn eigentlich in Deutschland eigentlich nie sieht. Er ist in Frankreich zwar schon mal zu Tastings unterwegs, ist also da schon sehr, sehr wichtig, aber eigentlich der Genre ist wirklich das Herz und ich finde der würdige Nachfolger von Couvreur. Er ist natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen experimentierfreudiger, weil gerade sowas wie Vin Jaune, also diese etwas komischen Gelbweinfässer, wo wir vielleicht eine ganz gute Überleitung auch zum Alba. Ja. Dann nenne ich dich einfach mal Großherr. Ja, ich wollte gerade sagen, der Cyril war ja auch dann quasi gleich vor Ort und hat auch kurz Hallo gesagt. Das war ja auch sehr schön. Genau, jetzt mache ich dich mal groß. Dann sieht man das vielleicht. Wenn noch ein Stück näher. Genau, ist auch ein halber Liter. Ja. Genau, jetzt sieht man das irgendwie schon. Das sind diese gelben Weine, sagt man immer. Ne? Genau, die Gelbweine aus dem Jura.
was auch das Finish eben vom Alba ausmacht. Etwas komisches Ding, also ein Gelbwein aus Jura kennt eigentlich hier keiner, kennt auch in Frankreich nicht überall jemand, ist natürlich im Jura ein Kultwein, ist so eine Art, sage ich mal, kann man vielleicht sagen, ein französischer Sherry. Vielleicht im Effekt auch den Wein noch ein bisschen weiniger, als man es vielleicht von einem spanischen Sherry erwarten darf. Wird auch nicht aufgesprittet, also diese Geschichte, die man in Spanien hat, dass man quasi einen Weißwein aufsprittet, ist hier nicht so. Mhm. Ist einfach eine andere Art des Weinmachens. Und diese Vingeaunfässer geben schon... Du sagst Sherry, dazu muss man auch sagen, es geht dann aber auch Richtung Finot. Also es ist jetzt nicht quasi der klassische PX-Sherry. Nee, genau. Es ist nicht der klassische süße PX-Sherry. Ihr wisst ja, man kann den ja auch durchaus so ganz gut trinken. Also wir haben auch hier ein paar schöne Sherrys von Toro Albalá, so 90er und ein paar 60er. Wobei es da auch Unterschiede gibt. PX muss nicht süß sein. PX ist zwar meistens bekannt als wirklich ein sehr süßer, likörartiger Wein, der einen Restzuckergehalt von 300, 400 Gramm und durchaus mehr hat. Man muss sich mal vorstellen, 300, 400 Gramm, also so ein halbtrockener Riesling hat schon 15 Gramm und ist schon babbig süß. Und ein PX kann durchaus 300, 400 Gramm Restzucker haben, also wirklich sehr süß. Gibt aber auch durchaus, weil PX eben eine Traube ist, eine Art, den trocken auszubauen. Und dadurch wird es dann ich habe zum Beispiel hier einen Amontillado stehen, aus einer PX-Traube gemacht. Der ist einfach, hat auch sowas Rosiniges, aber nicht süß, sondern eher trockenrosinig. Sehr, sehr spannend, als Aperitif sehr, sehr spannend. Hier geht es eher auch um trockenen Sherry, würde ich auch sagen. Also Vingeaunt kann man schon in diese Ecke von trockenen Sherrys. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil jemand sagt, wir hatten es ja vorher, sieht eigentlich noch jemand den Heiligenschein bei dir? Das ist natürlich, hatten wir. Soll ich es doch mal wegmachen? Nein, ich glaube, das ist ganz schön. Ja. Genau. Das ist meine Platte. Ach so. Ich schwitze. Ich also, ja. Also ich sehe den nicht, Crocky. Genau, Manuel Jung sagt, der Vingeaunt war leider nicht seins, deswegen ist er jetzt ganz gespannt auf dem Alba. Ich glaube, da können wir mal rüber wechseln. Alba. Ja. Ich fand das ganz interessant, weil wir den damals so in der Art oder so ähnlich probieren durften im Fass. Ich hatte den zumindest auch probiert, weil man konnte ja verschiedene Fässer probieren. Natürlich hat man auch irgendwann gesagt, ich probiere nicht alles, weil das dann einfach zu viel wurde. So gern man das getan hätte, musste man auch da sich manchmal irgendwie vielleicht zurückhalten oder hat man bei dem anderen genippt. Und ich meine, den oder ein ähnliches Fass damals probieren zu dürfen, was mich total gefreut hat, weil ich da so Kokosaromen hatte. Deswegen bin ich jetzt total gespannt, wie der Alba sich so entwickelt hat, ob das der ist, den ich so in meiner Erinnerung habe. Also es müsste er, ich hatte auch nachgefragt bei Jean, ob das der ist, von dem eigentlich alle begeistert waren, als die im Mai 2018 da waren und den probierten. Also wenn man so links vorbeigeht, dann hinten. Aber er hat nichts mit dem normalen Vingeaunt zu tun. Also derjenige, der den Vingeaunt nicht mochte, den kann ich ein bisschen verstehen. Nicht, weil ich selbst den Vingeaunt nicht mag. Der Vingeaunt hat schon sowas von Apfel, von Himbeer-Balsamico. Also auch so eine leichte Säurenase, würde ich sagen, den jetzt der Alba nicht hat. Also der normale Vingeaunt, von dem ich hier noch so ein paar Flächen da habe, 7 Jahre, Fassstärke 47%, der ist schon wirklich sehr speziell. Wahrscheinlich polarisierte von allen Couvreurs am meisten. Der Alba hat schon, es gibt gerade ein paar Hinweise im Chat, das stimmt auch. Also der Alba ist natürlich kein Vingeaunt, das war ja quasi nur so die erste Version. Es ist näher ran jetzt von der Art. Ja. Es ist ein Chenin Blanc Fass oder Chenin Blanc Nachreifung. Ich meine, der hatte 18 Jahre, 18 Jahre, glaube ich, Fino oder so. Genau. Und danach 5 Jahre grob Chenin Blanc oder 4,5 oder was auch immer, so dass er auf diese 22 Jahre kommt, meine ich. Also 17 Jahre Fino, also ein trockenes Fass. Ich habe hier, wo ist er denn? Also wer gerade so diese trockenen, etwas auch von der Farbe her unauffälligen mag, auch das ist vielleicht so ein unterschätzter Whisky, der Pale Single Single. Single Single, weil Single Malt, Single Cask, gereift in einem Fino Sherry Fass. Das ist eben nicht, also von der Farbe nicht und vom Geschmack halt auch nicht so ein typischer Couvreur, aber ein wunderbarer Aperitif, jetzt gerade wenn es ein bisschen wärmer wird, wunderbares Zeug, aber eben trockener, floraler, trotzdem gelbfruchtig, sehr schön, aber eben nicht die dunklen Früchte, die du vielleicht von einem PX oder von einem Oloroso erwarten würdest. Ja. Also die Nase, sagen jetzt auch schon viele, der geht in eine andere Richtung, der hat mehr Zitrusaromen. Ja, helle Früchte, ja. Genau, sag mal, wer nicht Kokos hat. Naja, das hatte ich halt natürlich irgendwie gesagt, weil ich es damals ganz extrem fand.
Aber es ist natürlich hier hellfruchtig, Weintraube. Man merkt dann schon direkt einen Unterschied auch zu dem Blossoming, den wir jetzt vorher im Glas hatten, der natürlich sehr tief und auch hier das Holz, finde ich, wenn man das gerade nochmal so im Vergleich, ich habe hier noch was drin, dann merkt man da auch direkt von der Art, das was viele wahrscheinlich mit Frische auch assoziieren, das ist dann einfach anders. Es ist aber trotzdem mal sehr spannend, weil sowas kriegt man natürlich auch sehr, sehr selten von Michel Cuffre, ne? Ja, also tatsächlich, es ist eben nicht diese klassische PX-Cuvée-Richtung. Wenn man die sucht, wird man die hier nicht finden. Ich finde den aber ungemein spannend. Ich meine, wenn ihr nachher vielleicht habt ihr ihn schon probiert, mal auf der Zunge habt, wie dicht der ist und wie intensiv und wie lang der bleibt. Also gerade im Mund kriege ich dieses extreme Kokos und dann dieses hell-zitrusfruchtige, wie du sagst, sehr lang da. Und dann kommt aber auch das Holz im Hintergrund. Also das merkt man dann schon. Sehr fein. Und hinten raus bleibt dann so bei mir jetzt so ein bisschen das Weinige liegen, so hinten auf der Zunge. Wenn der Whisky runtergeschluckt ist, empfinde ich ganz lang Weinholz, so ein Wechselspiel. Einer schreibt Ebelwoi eindeutig. Absolut. Ja, es ist irgendwie eine andere Stilistik, völlig anders. Ich habe jetzt auch hier, ja, dieses Weißwein, leicht holzige, hellere Holz irgendwie eher präsent als jetzt wirklich den Keller. Beim Blossoming, das spürt man ja richtig, den schmeckt man den Keller. Hier hat man eher was Fruchtigeres, was heller Fruchtiges. Ja, viele sagen auch, da gehe ich voll mit. Der Gerrit schreibt hier zum Beispiel sehr cremig am Anfang und dann hinten raus so eine leichte Säure noch kommen. Ja, Wie du also meinst. es ist wirklich was Weißweiniges. Ich finde auch, hat auch gerade in der Nase was Honigartiges, ganz schön. Naja, wir reden hier halt auch nicht wirklich von einem verrückten Ding, wie jetzt auch Spiral vielleicht ist, der auch ein Finish hat, nochmal so eine Art, wie soll ich sagen, PX-Finish, ist ja nicht weit weg. Hier haben wir ein Weißwein-Finish. Chenin Blanc ist ein sehr eleganter Wein, aber ein Weißwein. Also ich weiß nicht, wie viel Weißwein-Finish es gibt, wobei bei 5 Jahren Finish, zweite Reifen, kann man da schon drüber sprechen. Chenin Blanc ist sicherlich, ich habe glaube ich nur ein, zwei Sachen mal gesehen, die, was war das denn? Der Ich glaube, Longo hat da mal, glaube ich, ein Chenin Blanc Fass. ein Ich hatte Glenmorey hatte ich mal gehabt. Glenmorey hat einige Chenin Blanc, genau. War Da ganz hatte ich schön, von der ja. Society und Original Bottling. Fand ich bisher sehr gut, Chenin Blanc. Wenig Ja, gehabt, aber die vier, ja. fünf, die man hatte, haben überzeugt zumindest. Und da würde ich den hier mit einschließen. Ja, den kann man irgendwie trinken. Also, das ist aus einem Sauv de l'Ange, Chenin Blanc Fass. Sauv de l'Ange ist im Prinzip, ja, man kann sagen, ein Winzer an der Loire. Tatsächlich, das kann man jetzt, glaube ich, nicht sehen. Das Etikett ist auch nachempfunden diesem Weinetikett. Dieses Etikett soll eben auch den Tropfen von dem Sauv de l'Ange Wein darstellen. Ich habe mir da was ausgedruckt, aber ich glaube, das kann man nicht so gut sehen. Ich versuche es einfach mal. Ich blende dich Das ist groß, das dann sieht man das. Original, ja. Genau. Das ist das Original Weinetikett. Also dieser Tropfen ist, glaube ich, ziemlich vergleichbar mit dem. Also das ist halt auch die Anlehnung an diesen Weißwein, den der Giorno sehr, sehr schätzt. Schon was ganz Spezielles. Ich meine, diese Dinger muss ich mir vorstellen, da kommen 50, 60 Flaschen nach Deutschland. Wir haben immer diese Sachen natürlich sofort auf den Messen dabei. Wir haben es natürlich immer im Laden zu probieren. Wenn ich wir sage, meine ich immer explizit und auch in einer gewissen Dankbarkeit auch mit Marco. Auch beim Brüder Whisky House kann man das Zeug immer probieren. Und wenn man sagt, okay, man ist da halbwegs früh dran, kann man sich so eine auch gut sichern. Klar, der kostet 279 Euro, die 0,5er Flasche. Das ist sicherlich nicht wenig Geld. Aber ich finde den abgefahren, ich finde ihn extrem intensiv und sowas habe ich persönlich davon noch nicht getrunken. Ich will nicht sagen, dass ich ihn mehr mag noch als meinen geliebten Valley Sherry, den wir am Ende probieren wollen. Aber das ist schon ein unglaubliches Geschmackserlebnis. Ich habe sowas wirklich noch nicht probiert. Ja. Ja, die Leute sind auch bisher, muss ich sagen, begeistert. Also ich meine, man fängt natürlich mit einem Blossoming an. Das ist natürlich, da hat jeder schon gesagt, boah, liegt der lange da und so weiter. Jetzt merkt man im direkten Vergleich mit dem Alba, der ist irgendwie nochmal anders. Ich finde ihn fast komplexer. Das ist auch viele, was, glaube ich, bei Blossoming sagen. Der Blossoming ist halt sehr geradeaus in seinen Aromen. Er ist da sehr fein, macht sehr viel Spaß.
Der Alba ist halt dann ein bisschen breiter. Ich habe ja auch probiert, mal so ein bisschen die Details einzublenden. Der Jens fragt, was die Flasche kostet. 279, hat das ja gerade erwähnt. Der halbe Liter ist das. Und ich fand das ganz spannend, was du gesagt hast. Das muss man sich halt einfach mal irgendwie vors Auge halten. 50, 60 Flaschen für irgendwie Deutschland. Also das ist Ja. natürlich auch eigentlich nichts, ja. Die Nee. Gesamtflasche steht, glaube ich, auch drauf. Die 420 gibt's, sind ja. 420, ja. Also da kann man irgendwie sich ausmalen. Siebenmal Deutschland gibt es grob. Wahrscheinlich wird das ein oder andere Land vielleicht mehr haben oder weniger. Vielleicht Frankreich, ne? Man weiß es nie. Ja, Das wird also. natürlich irgendwie variieren. Das ist natürlich dann auch eigentlich, es ist halt dann ein Fass, ne? Und das wird irgendwie aufgeteilt in dem Fall. Und jeder weiß, wie begehrt mich hier Cuvreur mittlerweile oder zum Teil ist. Da ist es einfach spannend. Und ich glaube, du hattest auch ein bisschen Engpässe am Anfang, den Alba jetzt nochmal für die Aktion zu bekommen oder den Nachschub. Ja? Das ist richtig, wobei es ist halt, die sind mit uns auch sehr großzügig, dass sie sagen, okay, ihr müsst jetzt nicht eure Kapazität, die ihr reserviert habt, sofort abrufen, sondern man darf das Step by Step machen. Weil es ja schon in der Summe, wir haben ja noch, tatsächlich noch ein paar andere Whiskys als Michel Cuvreur, doch eine ganze Menge Kapital, was wir hier stehen und liegen haben. Und es ist immer ein bisschen schwierig, dann gerade bei solchen besonderen Abfüllungen, das dann ein bisschen zu dosieren. Ich freue mich halt auch, wenn ich von dem Tropfen halt auch auf verschiedenen Messen auch ein paar zeigen kann und sei es nur zum probieren lassen. Ja. Es ist extrem selten und vorhin hatten ja auch Freunde noch gefragt von Cuvreur, was kommt dieses Jahr noch. Es ist, die Produktfamilie hat normalerweise 15 Produkte. Ja, können wir nachher nochmal kurz durchgehen. Es ist ja nicht wahnsinnig viel. Insofern, wir freuen uns immer wieder wahnsinnig, wenn da mal zwei, drei Neuheiten auf den Markt kommen. Alle 3, 4 Jahre bekommen Marco und wir auch nochmal eine besondere Abfüllung nur für Deutschland. Was natürlich auch den doppelten Vorteil hat, dass wir A, was Neues bekommen und B, wirklich das ganze Fass für Deutschland bekommen. Das sind dann halt auch schon mal 300 oder 500 Flaschen. Hier haben wir jetzt 60 nach Deutschland bekommen vom Alba, 60 vom Spiral. Es wird wohl noch einen neuen geben. Der soll wohl im Herbst kommen. Neuen Spiral oder neuen Nee, Michel neuen. Gouffre? Neuen Michel Cuvreur, wo ein 15-jähriger Oloroso vom allerfeinsten. Wir durften ihn probieren und sind wirklich umgefallen. Wir hätten sofort das ganze Fass genommen, aber wir müssen es halt wirklich dosieren. Und das haben wir auch verstanden, dass wir nicht jedes Jahr ein eigenes Fass bekommen für Deutschland oder sogar zwei oder drei. Das ist wirklich eine Ausnahme. Also man kann damit rechnen, dass es pro Jahr vielleicht zwei, drei Neuheiten gibt. Und zwei haben wir jetzt schon gesehen. Hartes rechnen wir nicht, weil das ist jetzt ja auch was wir nur für Deutschland bekommen haben. Aber wie du schon richtig sagst, natürlich ist Frankreich der größte Markt mit Abstand von Cuvreur. Aber ziemlich bald danach meine ich, wir sind mit USA auf Augenhöhe und das wirklich mit Brüder Whisky House und Whisky for Life quasi als zwei Disputoren. Also wir haben, glaube ich, schon einiges dafür getan, um diese wunderbaren Whiskys auch rauszubringen. Weil machen wir uns nichts vor, ich meine, wir trinken hier Whiskys, zwar vom Allerfeinsten, wenn du sie probiert hast, aber die stehen da irgendwo auf der Messe rum. Mit Alba oder Spiral oder Blossoming vorne drauf, da steht noch nicht mal ein Alter drauf, nur ein Preis von über 100 Euro. Ja, wir haben halt natürlich auch in den letzten 5 Jahren auch investiert, dass wir gesagt haben, so, probier das Zeug. Und Overage, was ist das für ein bekloppter Name? Ja, ihr wisst wahrscheinlich, dass Overage sowas ist wie Ordage beim Calvados, mehr als 12 Jahre, 12 bis 22 Jahre die Fässer, die gelagert sind, ist schon ein unglaubliches Produkt. Aber normalerweise, wenn du Sherry magst und ein bisschen Peaty abkannst, übrigens hattest du vorhin gesagt, glaube ich, ein Drittel Peatiness. Das ist meiner Ansicht nach zu viel. Es sind eher 2-3% Peatiness im Overage. Also nur ein bisschen was, wobei man natürlich auch bei der Peatiness oder bei der Rauchigkeit ein bisschen streiten kann. Also da haben auch, glaube ich, unsere französischen Freunde und wir teilweise auch ein anderes Verständnis, was ist rauchig und was ist wirklich dann torfige Anteile. Ich meine, es sind wirklich nur 2 bis 4% torfige 12-Jährige innerhalb des Overages. Aber lieber Norman, ich habe es auch bis vor 2 Jahren verneint. Der ist Peaty, nein, der ist nicht Peaty, der ist vielleicht ein bisschen rauchig und ihr wisst, der Keller und so weiter. Und ich habe es dann auch gesehen, wie er es macht und ich bin im Erdboden versunken, weil es wirklich, also da haben die Leute recht gehabt, die einfach eine bessere Nase haben als ich. Es ist ein bisschen Peaty drin. Und ich habe es immer wieder gemerkt, wer seine Islay liebt und auch Octomore gut ab kann, für den ist Overage im Prinzip nicht wirklich rauchig, torfig. Das ist einfach nur ein fettes, komplexes Brett mit Tabaknoten, mit Ledernoten und natürlich den klassischen PX-Noten. Aber die Rauchigkeit ist nicht wirklich da eigentlich. Wenn jemand Peaty Whiskys hasst wie die Pest, wird er wahrscheinlich auch einen Overage nicht mögen, weil er einfach das, wie halt die Trüffelsau einfach rausschmeckt und einfach nicht mag. Und wenn du ein leeres Glas hast vom Overage, am nächsten Morgen mal reingeschnüffelt, riechst du es auch deutlich raus. Da ist ein bisschen was Peaty drin.
Ich glaube, bei einem Abend in der Wunderbar, als du mit Mike mal ein Tasting gemacht hattest, saß ich an einem Tisch, wo eine Dame saß, die meinte, oh, da ist der Rauch drin. So, die hatte das dann einfach so sehr, sehr stark auf ihrer. Und alle so, nö. Und Nee, dann gar konnte ich nichts. natürlich gleich aufklären. Aber genau das trifft es dann. Chris von der Potzdel hatte genau die Frage gestellt, die du schon beantwortet hast. Was ist denn so das Hauptexportland? Dann hat der Lorion noch mal ein bisschen hinzugefügt. Im USA, Asien, da gab es so ein Very Sherry 27 oder ein Mrs. Kufroer Choice. Mrs. Kufroer gibt, ich weiß jetzt nicht, ob das ein anderes Produkt ist, PTO Age. Also es gibt vielleicht das eine oder andere Produkt. Genauso ist ja quasi der Achates auch hier ein Produkt im deutschen Markt, was quasi kein anderer hat, ne, wenn ich es richtig habe. Ja, Oder ich weiß nicht, ob das stimmt. Frankreich sich da was beinhaltet. Marco schreibt hier nochmal ganz nett, ich kann nur sagen, dass ohne Frank wäre Kufroer nicht so breit in Deutschland vertreten. Frank macht da deutlich mehr Arbeit für die Marke als er selbst. Das muss man einfach mal so sagen. Dankeschön. Können wir uns auf jeden Fall glücklich schätzen. Ich habe natürlich die Quelle vor Ort. Die einen oder anderen müssen ein bisschen hin. Sehr schön geschrieben auf jeden Fall. Und ja, es ist einfach der Knaller. Also ich bin auch sehr dankbar. Der Chat hier ist fleißig was los. Ich glaube, die Leute interessiert es. Es gucken mittlerweile über 90 Leute und so weiter zu. Manchmal sind die Zahlen ja nicht ganz aktuell. Wenn ihr mir einen Daumen nach oben gibt, hilft das natürlich. Würde ich mich natürlich freuen. Ansonsten freue ich mich auch einfach, dass ihr mitverkostet, mitzuhört und einfach hier schön mit uns, glaube ich, einfach eine tolle Welt von Kufroer entdeckt und das in einem gewissen Breite. Ne? Wenn ich noch was sagen darf zu den Fragen eben, was für Abfüllungen gab. Also Ja. den Achates gab es nur für Deutschland. Das Einzige, was halt passiert, ist normalerweise, dass sie sich für ihr eigenes Museum so mal 20 Flaschen beiseite stellen. Oder dass sie, wenn sie wirklich mal einen ganz doll befreundeten Händler haben im Elsass, glaube ich, war das mal der Fall in Luxemburg, dass wir da auch ein paar Flaschen abgeben. Aber dass gerade Achates und Coeur de Carps nur nach Deutschland kommen. Miss Kufroer Choice war in der Tat ein internationales Fass. Das ist wahrscheinlich das Pietigste, was nach 14 Jahren noch möglich war. Also wirklich nach 14 Jahren so viel PX und noch Torf zu haben, weil normalerweise, in meinem Verständnis, frisst hier ein fettes Sherryfass und natürlich auch das Alter und die Feuchtigkeit einfach die Torfigkeit weg. Und das merkt man auch in einem Very Sherry, Quatsch, an einem, Entschuldigung, einem Special Wetting oder in einem Candid, dass nach 9 beim Candid Jahren oder beim Special Wetting 12, 14, 20 Jahre, da schon noch was ja, mediterranes, jodhaltiges, leicht rauchig, torfiges da ist, aber es ist kein Monster. Und Mrs. Kufroer Choice war tatsächlich nach 14 Jahren noch ordentlich peaty. Und ich muss sagen, manchmal passiert es eben, dass diese Lakritzigkeit aus der Kombination von PX und Torfigkeit mir zu viel rauskommt. Das war bei Miss Kufroer Choice nicht der Fall. 14 Jahre war echt knaller Kombination aus PX und Torfigkeit. Und Miss Kufroer Choice heißt er übrigens deswegen, weil Madame Kufroer, also die Witwe von Michel, den so liebte, meinte, das wäre mein Fass, dazu rauche ich eine Zigarre. Ich persönlich, wenn ich mal eine Zigarre rauche, was nicht so oft vorkommt, zwei, dreimal im Jahr vielleicht, wenn überhaupt, würde dazu keinen Peaty Whisky trinken. Aber egal, sie macht das halt ganz gerne und für sie war das die perfekte Kombination. Also da sind sicherlich ein paar Flaschen auch nach Asien gekommen. Ein 27-Jähriger, den gab es mal, ich glaube, bei unserem letzten Gespräch hier im Laden vor 3 Jahren gab es tatsächlich noch die letzten Stimmt, beiden Flaschen, ging dann sofort danach nach weg. dem Interview war er weg. Was aber auch passieren kann beim Very Sherry, dass vorne immer Very Sherry die 25 Jahre draufsteht, aber hinten drauf durch das Abfülldatum angezeigt wird, dass der meistens 26 Jahre alt ist. Und ich hatte letztes oder vorletztes Jahr mal eins, das war wirklich dann auch 27 Jahre im Fass, weil klassischerweise nehmen Sie ein Fass, ein Butt, und da füllen Sie vielleicht die ersten 50 Flaschen ab. Und die restliche Menge lassen Sie drin und füllen dann diese Flaschen, die nächsten Flaschen on demand an. Also wenn eine Nachfrage, wenn eine Bestellung kommt, füllen Sie wir es ab, sodass du da teilweise wirklich 27 Jahre alte Whiskys, also ein 27 Jahre alten Whisky hast, ohne dass es vorne drauf steht. Aber hinten drauf steht es beim Very Sherry, weil auch da Ja, man muss ja nur dann. das jüngste Alter draufschreiben und das muss ja quasi, Genau. man darf ja unterbieten quasi. Der Genau. war 93 bis 2019, was Genau. ja dann 25, 26 sein kann, das muss man dann halt Ja, genau wissen, ne, mit den das Monaten. stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja, super spannend, den Mrs. Kufroer Choice. Also zum einen muss ich dir widersprechen, ich rauche sehr gern Zigarre mit Rauch. Aber das ist Das kannst natürlich, du ja gerne machen. das mache ich dann ohne dich. Nein. Und ich fand der Mrs. Kufroer Choice, der also Petey, das war schon, ich hatte das dann auch mit einem Kumpel, ich glaube, ich hatte mal ein Pröbchen von dir irgendwann schon länger her im Glas gehabt, fand den natürlich toll.
Aber es ist schon was anderes, als ich damals erwartet hätte. Ich hätte schon so eine gewisse, noch extremere Sherry-Note oder so irgendwie erwartet. Der Rauch war mir fast schon überraschend zu kräftig im Verhältnis zum jetzt Candid oder Special Wetting hat es ja auch noch leichter als der Candid, finde ich immer Absolut. persönlich. Ja, Also da das ist hast es du, ja. natürlich, aber klar, wenn man dann so die Breite von Cofroy mal probieren will oder kennenlernen will, ist das natürlich was, was man nicht so jeden Tag hat und dann ist es halt wieder besonders, macht Spaß. Ja, ist wirklich außergewöhnlich, dass, wie gesagt, diese Torfigkeit rauskommt und nach 13 Jahren auch noch, oder ja, 13 Jahren immer noch 53% da waren. Auch das ist ja was, was bei Cofroy selten so bleibt, dass man wirklich nach 13, 14 Jahren noch so viel Alkohol hat. Und das war da auch. Aber wenn es da Anfragen gibt, ich habe leider keine Flasche mehr, bis auf die eine, die ich mir hier in mein eigenes Museum stelle, gibt es leider keine mehr. Ich habe auch keine, aber ein Kumpel von mir will sich schon die Jahre loswerden. Also ich glaube, wir sollten den mal anhauen und dann kann ich das ja irgendwie hier verteilen oder so. Wenn ihr mal Bock drauf habt, sagt mal Bescheid, dann machen wir das. Könnt ihr mir mal privat schreiben. Dann tue ich die mal meinem Kumpel entwenden. Muss ihm nur was anderes Schönes hinstellen, denke ich. Das Da bin kriegen wir ich gespannt, irgendwie was du ihm hinstellst dafür. hin. Genau. Ja, die Ja. Restproben müssen reichen. Nein. Ja. Ja, schön. Also ich glaube zum Alba, wenn ihr da noch Fragen habt, gerne reinstreuen. Wir können auf jeden Fall, ich denke mal sagen, eins weitergehen vom Alba. Ich glaube, viele hat er beeindruckt. Die Frage hatte ich, glaube ich, gelesen, ob es den noch gibt. Da ist die Frage beantwortet. Also ja, den Alba gibt es noch. Da könnt ihr beim Frank Bescheid sagen, falls ihr da Interesse habt. Also es gibt, wie gesagt, nicht viel Flaschen mehr. Vielleicht 10, 15 bei mir, weiß Marco, vielleicht auch noch ein paar. Ähnlich ist es auch beim Spiral. Spiral ist sicherlich ein bisschen anders, wenn wir zu dem überleiten wollten. Ja, weil er hat zwar auch einen 5 Jahre Finish bekommen, aber eben in einem Vin de Paille Fass. Und Vin de Paille kennt natürlich auch hier in Deutschland, ich kannte es übrigens, bevor ich Cuvée kennenlernte, auch nicht wirklich. Ist im Prinzip auch so eine Art, ja, wie soll ich sagen, ein Strohmattenwein, kann man sagen. Ich glaube, der Begriff ist geschützt in Österreich, aber im Prinzip ein Wein, bei dem die Trauben getrocknet werden. Also ähnlich wie beim PX, wenn er süß ausgebaut werden soll, oder wie beim Amarone, wo beim Amarone ja ein sehr trockener, fetter Rotwein raus wird mit relativ viel Alkohol, den ich auch wahnsinnig mag. Sowas würde ich übrigens eher zu einer Zigarre nehmen, aber ist Geschmackssache. Und er kommt auch aus dem Jura. Ja. Und steht drauf, Chapter 3, das heißt, es ist das dritte Experiment dieser Art. Es gab davor also schon zwei, die sind aber auch vergriffen. Ich glaube, die letzte Flasche, die ich wirklich noch hatte, ging auch neulich mal raus. Aber ja, auch hier, wie gesagt, 30 Flaschen hatte ich gehabt. Sehr spannendes Ding. Er ist von der ganzen Struktur her, sieht man auch an der Farbe. Ich glaube, die Farbe war auch durch dein Bild ganz gut zu Genau, sehen. ich blende das parallel so ein. Man Sehr sieht gut. vorne, dass dieses Chapter 3, das wusste ich zum Beispiel früher nicht. Ich dachte, so Spirale ist auch einfach wieder Blossoming, ein Produkt, das sie quasi einfach da haben und wenn es dann weg ist, ist es weg, so nach dem Motto. Hat sich ja dann so ein bisschen anders rausgestellt und jetzt dieses Chapter stand auch, glaube ich, noch nicht drauf. Das steht jetzt zum ersten Mal oder stand das schon beim zweiten drauf? Das weiß ich leider nicht. Nee. Soweit ich weiß, nicht. Nee. Ich weiß nicht, ob es auf dem Backlabel stand, aber vorne auf jeden Fall nicht. Nee. Genau, und jetzt steht da hier, Bild ist ein bisschen klein gerade, 18 Jahre ist der alt, ne? Also 5 Jahre in diesem, Genau. wie heißt der Wein? Du hattest das gerade so schön. Van de Pai. Vin Van de de Paille Pai. und vorher Genau. die 13 Jahre sozusagen Fino. Fino Fass. Ja. Hat man ja auch Ja. quasi jetzt gemerkt im Alba, die waren beide Fino vorgereift. Das hatten wir auch so ein bisschen, fand ich sehr spannend, im Keller damals gelernt, dass das anscheinend auch so eine gewisse Basis bei Cuvée manchmal ist. Also so ein bisschen dieser Fino-Reifung als Basis ist ja auch beim Overaged mit drin oder bei verschiedenen Produkten. Die scheinen wohl sehr gut den Whisky, so eine, ich weiß nicht, was sie ihm abgeben. Ich fand die Fässer alleine schon der Knaller und hätte es am liebsten gesagt, füll's ab, nehme ich mit. Ja, Aber es ja. scheint zumindest irgendwie für den Aufbau oder für die Vision, was Jean Arnaud da auch immer macht, auf jeden Fall irgendwie ja, sehr gut zu laufen. Oder es scheint so eine Basis zu sein, wie er es machen muss, kann vielleicht. Ist das auch, dass das Holz nicht zu extrem wird? Ich weiß das leider nicht, vielleicht weißt du da mehr. Ich glaube, also klassisch Fino-Vorreifung ist eher nicht üblich. Das ist schon was, was ich so von keinem anderen Produkt kenne. Ich weiß noch nicht mal, ob es bei der zweiten Spiral tatsächlich auch eine Vorreifung gab im Fino-Fass. Aber womit du natürlich recht hast, gerade auch in Overage hast du viele trockene Bestandteile. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Der Overage,
ja, vielleicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für einen großartigen, fast starken Whisky auf dem Planeten. Wird gemacht aus dem Hauptbestandteil, der ungefähr 60% von einem 12-jährigen, vor allen Dingen PX-dominierten Whisky. Ich sage PX-dominiert deswegen, weil ich hatte vorhin gesagt, 5 Jahre Vorreifung in Schottland. Und dann im Prinzip ist der jüngste Anteil eben Ordage, mindestens 12 Jahre. Du schmunzelst schon so. Ja, es tut mir leid, ich habe natürlich den Chat, ne? Und der Alex, ja, kennst du ja ganz gut, sagt ja, Winde Pay, also Landwein, und alle Landei, nicht Landwein. Und dann wird hier so ein bisschen, naja, Winde, ja, Pay, es wurde so ein bisschen, genau, korrigiert. Ja, also P-A-I-L-L-E, genau. Ich weiß gar nicht, was Pay heißt, aber nicht wie Land. Wo Pay. Stroh. Ja, ach, dann hast du ja, okay. Also dann ist es ja genau das. Also O5E, der hat das hier geschrieben. Oder Jan Rose ist das, ne? Wahrscheinlich. Natürlich, sehr gut. Schöne Grüße an Jan. Also, wir haben halt im Overage im Prinzip eine klassische Komponente, die Hauptkomponente 60% PX. Und der Rest ist eben bis 22 Jahre aber trockenere Sherryfässer. Und da wird sicherlich auch Fino vorkommen. Und das sind eben die Komponenten, die ist, glaube ich, besonders spannend und so. Ich mag das Wort eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wieso es mag. Dieses Komplex ist immer was ja gerade bei der Whisky Doris häufig verwendet wird, ja, die ich übrigens sehr, sehr schätze, aber na gut, Komplex sagt ist, ja alles. Ja? Es sagt halt oft aus, dieses, es ist gerade aktuell nicht zu fassen oder es kommt einem in, also diese Aromen, die man hat, man kriegt irgendwie keine Assoziation hin, glaube ich. Ne? Das ist natürlich auch Übung. Und zum einen, ja, ist es irgendwie so eine Vermischung von verschiedenen Aromen, die man schwer trennen kann. Aber es beschreibt oft nie was Negatives, muss ich sagen. Wenn jemand wirklich, nee, probiert, Aromen zu suchen und 2, 3, 4 nennt, also ich habe ja auch jemand, der sagt Trauben, Pflaumen und so weiter, was man dann auch assoziieren kann und sagt, na, irgendwie ist er aber auch irgendwie komplex, so hinten raus, dann finde ich das oft eher so ein sehr schönes Beispiel an, aha, da ist was, das lässt sich jetzt noch nicht aufschlüsseln. Muss es ja auch nicht. Ich muss ja nicht, nee, sofort alle Aromen präsent haben, sondern ich kann mir Zeit mit dem Whisky lassen und Stück für Stück und vielleicht am nächsten Tag, am nächsten Abend, andere Tagesform, kriege ich nochmal andere Dinge raus. Und das finde ich ganz schön bei solchen Whiskys, wo man dann dieses, ja, schöne oder nicht so schöne Wort komplex in den Mund nimmt. Ja, ich habe ja nur ein bisschen gefrotzelt. Ja. Einige, die wissen, was ich meine mit komplex. Nee, aber tatsächlich ist auch ein Overage, gerade durch diese trockenen Sherryfässer, wirklich sehr, sehr vielschichtig, weil da einfach so viel drin ist. Ich hatte ja gesagt, so Leder, also wir sprechen jetzt über ein Overage, während wir hier den am Spiral schnüffeln. Aber da ist so viel drin, eben von Leder und von Kaffee und von Schokolade und von auch diesen Rosinen und auch ein bisschen Liebstöckel ist ja auch drin, was man auch vom PX ja häufiger hat, gerade wenn er süß ist. Aber eben auch was Rauchiges. Also da sind so viele Komponenten drin und das bei 51%, 52%, 53% einfach so gut pur trinkbar. Und Overaged in Fassstärke, sicherlich hier unser beliebtestes Produkt auf jeder Messe, eigentlich in fast jedem Monat. Ich glaube auch nach wie vor zu Recht. Und auch da bestehe ich darauf zu sagen, wir haben keine Qualitätsschwankungen. Ich persönlich mag die mit weniger Alkohol. Wir hatten auch einen mit 50% am liebsten, weil sie dann auch meistens irgendwie besonders süß sind. Und ich mag halt diese babsüßen, rosinenartigen PX-gereiften Whiskys halt besonders gerne. Und gerade wenn sie so dicht sind, in Fassstärke 50%, ist das für mich ein tolles Niveau. Wir haben beim Spiral 51% Fassstärke. Genau. Ja. 2002 bis 2020, also auch relativ, jo, aktuell. Ne? Ich glaube, du hattest den Alba und Spirale gerade frisch zur Whisky Time. Das war ja so die letzte Messe, die quasi noch, genau, aktuellen Lage machbar war, sage ich mal. Und ja, ja, also sind auch aktuelle Produkte gerade, die teilweise noch zu kriegen sind. Das ist das natürlich. Ja. Aber sie sind, wie du es schon ansprichst, jetzt hier 51% Fassstärke, natürlich eher Seltenheiten und kleinere Dinge im Vergleich zum Blossoming. Da bräuchte man jetzt irgendwie keine Angst haben. Den kriegt man auch vielleicht nicht genau das gleiche Batch, aber dann den nächsten. Und korrekt, beim, ja, Very Sherry, den wir später quasi noch bekommen, auch. Aber auch beim Overage, das finde ich so spannend, meiner ist fast schon wieder leer. Ich habe, glaube ich, noch so einen kleinen Schluck drin. Den hatte ich ja letztes Jahr in Rüsselsheim, glaube ich, mitgenommen. Ich meine, der darf gerne variieren. Hatte ich schon überlegt, das wird vielleicht auch ein spannender Punkt. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind. Ich hatte ja quasi nur mal auf einer Geburtstagsfeier oder von deinem Laden oder so den Genuss einer Magnum gehabt. Und ich hatte das Gefühl, dass am Ende in den Magnums der sich vielleicht mehr absetzt oder die Magnums hauptsächlich, meine ich, wurde mal gesagt, die werden am Ende abgefüllt vom Fass
und dadurch vielleicht mehr Aromen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob du dazu was sagen kannst. Ist das so oder ist das einfach Zufall? Ich hatte das irgendwie so in Erinnerung oder. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht ganz, aber es ist natürlich klar ist, dass die Sedimente, die es in einem Fass gibt, in einem guten, schönen Sherry-Fass, natürlich nicht ausgespült werden. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass in dem Sherry-Butt, was dann halt von Andalusien in Burgund gescheppert wird, dass da jetzt noch 50 Liter Sherry drin ist, damit der so besonders Sherry-artig wird, der Whisky. Aber natürlich so ein, zwei Liter sind da schon drin. Einfach weil das Fass muss feucht bleiben, es muss auch auf diesen 3, 4 Tagen Transportzeit, darf es nicht trocken werden. Aber du hast natürlich unten bei einem Fass, bei einem Wein, der 30, 40, 50, 60, 70 Jahre lagert, natürlich Ablagerungen vom Wein. Und diese Sedimente ist natürlich auch ein extrem guter Geschmacksgeber. Es ist jetzt nicht so wie bei Paxaret in den 70ern, dass sie nochmal richtig reingepresst werden ins Holz, wie in den 70ern, was ja verboten ist. Aber natürlich spülen die bei Kuvur das Zeug nicht aus. Ja, und die haben noch wirklich wie so eine Paste unten drin, diese Sedimente eben, die natürlich auch extrem den Geschmack abgeben. Und ich denke mal, gerade wenn die letzten Flaschen befüllt werden, hast du halt natürlich mehr Sedimente. Und wenn du recht hast, was ich mir gut vorstellen kann, dass die Magnums am Ende abgefüllt werden, ist das auch ein bisschen mehr. Aber du siehst es auch normalerweise auch bei einem Blossoming oder auch beim Overage, der auch häufig von vornherein schon trüb ist. Ja, dass wenn die Flasche sich leert und dementsprechend mit der Zeit dann auch die Sedimente sich absetzen, dass unten die letzten Drums halt extrem trüb sind. Das sieht Ja. manchmal nicht wahnsinnig schön aus, aber ich finde, das ist eigentlich der beste Stoff, weil da sind ja eben die meisten Geschmacksträger auch dann drin. Wenn man es halt dann halbwegs zeitnah leert, so eine Fläschchen, dass er auch nicht zu sehr absteht. Aber dann hast du wirklich auch die ganzen Trübstoffe, die ja wirklich auch Geschmacksträger sind, was eben nicht rausgefiltert wird. Das ist ja ein ganz, ganz grober Filter, den die verwenden. Und da bleibt natürlich alles drin. Natürlich sind die nicht kühlfiltriert und natürlich sind die natürliche Farbe. Die bekommen manchmal ein bisschen böse Briefe, weil irgendjemand, keine Ahnung, was schreibt oder anzweifelt, dass sie so eine schöne Farbe haben. Aber sie sind wirklich, und da gebe ich wirklich Brief und Siegel drauf, nie gefärbt und nie kühlfiltriert. Ich persönlich habe es ganz gern, wenn die Also. mal halt ein bisschen heller sind. Ich habe natürlich auch ganz gerne einen schönen dunklen Overaged oder einen schönen dunklen Blossoming, aber wenn er halt mal heller ist, kann er trotzdem total rosinig sein. Ja, gerade als wir zum Beispiel diese Amontillado-Fässer oder sowas probieren durften, die sind ja eher hell und man hat ja Ja, auch gemerkt, dann, ich Fino. glaube, der Intravaganza, der quasi noch kein. Genau, du kannst ja mal einblenden, ich mache dich mal groß. Muss ich kurz finden. Da ist der Frank. Intravaganza. Ist natürlich ein Produkt, der noch kein Whisky ist. Also der ist ja irgendwie 2,5 Jahre Ja. grob und der hat allein schon diese Farbe. Und wir hatten ja irgendwie im Keller einen Intravaganza probieren dürfen, der irgendwie aus Versehen länger als diese 3 Jahre gelegen haben. Und da hat man schon allein die Farbe, also das kommt einfach dann von diesen Fässern. Da braucht man jetzt auch gar nicht groß irgendwie diskutieren, was das ist, sondern das sind einfach diese Fässer, die 25 Jahre Ja. plus irgendwie diesen Sherry gelagert hatten, ne? Ja. Also Intravaganza ist ein super Beispiel. Da ist tatsächlich der jüngste Bestandteil unter 3 Jahre alt. Wird gemacht aus Oloroso und Moscatel-Fässern. Und gerade die Moscatel-Fässer, an denen Giorno gerade arbeitet, da noch mehr zu bekommen, erzähle ich gleich noch was dazu, auch ein kleiner Insider, machen halt diese Rosinigkeit besonders aus. Und dass der wirklich unter 3 Jahre ist, deswegen steht auch Serial Spirit und nicht Whisky drauf, ist wirklich unfassbar. Ich habe den häufig früher als Nummer 1 oder 2 in einem Tasting gebracht, das ist eigentlich zu früh. Der ist so dankbar, wenn du ihn in der Nummer von 6 Whiskys vielleicht in Nummer 5 setzt. Ich habe den sogar auf Messen häufig nach dem Overage gezeigt. Und wie alt ist der? Oh, also 15 bis 20 Jahre war eigentlich das Gängige. Also auch hier von den Malt Brothers, der Klaus Meyer kennt es bestimmt auch, Ja. den habe ich dir mal blind gegeben. Wie alt ist der? Ja, keine Ahnung, 18, 20 Jahre oder sowas. Was? 3? Unter 3? Konnte er gar nicht glauben. Das ist wirklich ein wahnsinniges Produkt und ja, vielleicht auch nach dem Overage mit der zweitbeliebteste. Kostet bei uns 55 Euro, meiner Ansicht nach. Jetzt kann man da sagen, na gut, 55 Euro für einen 3-jährigen Whisky, aber bei aller Liebe zu vielen jungen Whiskys, auch in Deutschland, die wirklich einen tollen Job machen, sowas kriegst du halt nur. Da geht es nicht um den Spirit, der natürlich gut ist. Da geht es aber vor allem um die Fässer, die wirklich schon nach 3 Jahren schon echt einen brutalen Job gemacht haben. Und das ist schon wirklich ein unglaublicher Stoff. Also wenn man so einen Whisky irgendwo anders für 55 Euro erwarten soll. Die 50% sind übrigens Fassstärke. Das heißt, nach ungefähr 3 Jahren hast du schon von 63,5 runter schon 13, 14% Alkohol verloren. Da siehst du halt, was in diesen Fässern und in dieser Feuchtigkeit einfach passiert. Man muss sich ja mal vorstellen, die Kombination aus so alten Sherryfässern und unterirdischer Reifung gibt es nirgendwo auf der Welt.
Das gibt es nicht in Schottland oder in Frankreich. Natürlich gibt es in Frankreich Keller. Da lagern sie aber nicht schottisches Destillat in alten Sherryfässern. Das gibt es nirgendwo und deswegen flasht mich das jedes Mal, wenn ich mich damit mal wirklich mit Nuss beschäftige, was das einfach für ein Zeug ist. Ja, auch allein der Keller. Also ich meine, die Geschichte so, ja, ich spreng da mal mit ein bisschen Dynamit unterm Haus den, in den Fels rein oder machen wir da einen Keller draus. Und ja, wenn du dann da drin bist und dann siehst du dieses, da war ja so ein auf der mittleren Ebene, wenn man da so ein bisschen reinläuft, so ein Tor. Und dann hieß das, ja, das ist halt damals ein altes Tor, was man aus dem, ich glaube, 17. Jahrhundert nicht mehr gebraucht hat, was irgendwie auf den Marktplatz kam und von da dann weg musste. Ja, dann baue ich mir das mal da unten in den Keller irgendwie als Stützpfosten mit rein oder einfach so als Deko, also so kleine Details dann auch. Ja. Das ist natürlich verrückt. Ich meine, jeder, der irgendwas baut heutzutage, klar, das ist alles nicht mehr möglich so. Diese Liebe zum Detail oder unbezahlbar oder du musst irgendwie Leute kriegen, die das können und da steckt dann irgendwie im Keller solche teilweise Details. Ich meine, der Keller ist einfach speziell, ich will jetzt nicht sagen, das ist irgendwie der hübscheste Keller, aber man könnte daraus auch ein Museum draus machen danach. Absolut, also das ist natürlich einfach unfassbar. Ja, also die Geschichte ist die, dass Couvreur angefangen hat Ende der 60er Jahre, ich meine bis 72, einen Keller quasi in den Felsen unter das Haus gesprengt hat. Also da hat sie mir jahrelang wirklich Schläge getan und natürlich auch LKWs, die nur das Zeug abgefahren haben. Und da macht man sich natürlich als gebürtiger Belgier in Frankreich natürlich extrem viel Freunde. Und ja, das Ergebnis war natürlich ein sehr feuchter Keller mit ungefähr 150 Meter langen Gängen, 50 Meter tief und zum Beispiel auch sowas Sensationelles wie einem Kamin unter Tage. Also wo gibt es denn sowas? Hast du den gesehen? Ja. Also es gibt da unten einen Kamin, weil die Idee von Michel war, dort sich dann hinzusetzen mit Freunden und dort Whisky zu trinken. Könnte ein bisschen feucht werden. Am Kamin. Könnte feucht werden, ja. Weiß gar nicht, ob das geklappt hat, aber ich glaube, der Kamin, der war ja schon lange nicht mehr an, aber er zieht wohl. Ja. Also ich hatte gerade jemand gesagt, ich hatte ja auch damals so ein bisschen die Impressionen aus dem Keller so ein bisschen dokumentiert, zumindest so probiert, das ist natürlich sehr dunkel. Und habt da natürlich ein Video, da könnt ihr gerne reingucken, den Link habe ich mal gepostet. Da sieht man, meine ich, auch diesen Kamin, den du gerade genannt hast, mit der Stelle. Da war dann quasi so ein bisschen Abfluss davor. Also es war einfach ein uriger Keller und wenn es da auch sehr kalt ist, ist irgendwie schon eine abgefahrene Idee auf jeden Fall. Also. Ja, absolut. Und der größte Raum, also der höchste Raum, nennt sich die Kathedrale. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Also das ist natürlich nicht 50 Meter hoch, klar. Aber das ist schon, wenn man halt auch diese Fässer, die normalerweise in so drei Reihen übereinander stehen, liegen, ist schon wirklich echt beeindruckend. Wenn du dann ein bisschen näher dran gehst und siehst dann halt die alten Bodega-Buchstaben auf den Fässern, also auf den Deckeln, das ist schon, wenn man sich dann vorstellt, aus den 30er Jahren, das ist zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, das ist ja, besonders. Aber zurück zum Spiral vielleicht mal. Schmeckt er den lieben Mitkostenden? Was sagen die so? Kann man trinken oder eher wegschütten? Ich glaube, viele haben so ein bisschen das Gleiche durchgemacht, was ich jetzt auch hatte. Wenn man vom Alba direkt darüber schwenkt, kriegt man am Anfang gar nicht so viel Aromen. Also einige hatten geschrieben, der ist irgendwie ein bisschen zu, ich krieg nicht alles. Und wenn man dann den ersten Nip genommen hat, dann kommt so im Mund so eine gewisse Kraft auch. Da merkt man dann die 51%, jetzt nicht irgendwie negativ, gerade wenn man Fassstärken mal getrunken hat oder gewohnt ist, das ist weit weg von irgendwie aggressiv. Aber da kommt so eine gewisse vollerer Antritt im Vergleich, wo man auch jetzt diese 50 Volumenprozente vielleicht merkt. Und jetzt mit jedem Schluss wird es voller, dicker, breiter. Die Leute fangen jetzt auch an, die ganzen Aromen irgendwie mit, hier schreibt der Jan, was eine welch einzigartige Abfüllung, der deckt das gesamte Geschmacksprofil ab. Süß, sauer, trocken, würzig, herb, komplex, darf man hier wohl sagen. Also man, ja, das trifft halt so ein bisschen das, es ist sehr breit. Ich finde auch, dass manchmal so ein bisschen Süße durchprickelt, durchkommt, dann manchmal ein bisschen Säure. Hier wird auch von Gewürzen, Nelke, Piment, Kardamom, Ingwer und so weiter. Ja, das ist je nachdem, wie man die Schärfen natürlich einordnet, Zuckerwatte. Also man merkt, hier ist irgendwie alles zu finden und mit jedem Schluck kommt da auch was anderes. Und mittlerweile kriegst du den auch fast gar nicht mehr von der Zunge runter, habe ich das Gefühl. Ich bin gespannt, ob man beim Very Sherry, ob der da jetzt noch was drüber legt dann später oder ob man vorher noch mal einen Schluck Wasser trinken muss. Aber man braucht ja gar nichts mehr trinken. Man hat einfach die ganze Zeit diesen Geschmack auf der Zunge. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir. Also. Mir geht es genauso. Das geht mir auch beim Spiral so, beim Alba und auch beim Achates. Wenn du da einen Schluck nimmst und nimmst danach, das ist echt hart, dann nochmal 5 Minuten lang keinen zweiten Schluck, der ist so präsent und so,
ja, einfach so da, dass man eigentlich denkt, so, eigentlich ist es ja fast eine Verschwendung, nochmal nachzutrinken, weil der ist immer noch da. Und so geht es mir ja auch. Wir hatten vorhin über die Reihenfolge gesprochen. Ich bin mir nicht 1000%ig sicher, ob man jetzt eine Spirale notwendigerweise wegen 51% nach dem, Alba bringen muss. Hätte man vielleicht auch drehen können. Ja, also man merkt, Alkohol also blind verkostet. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich die Alkoholstärken so eingeschätzt hätte. Ich fand den Alba schon sehr präsent mit seinen 45-46%. Klar, alles Fassstärke, alles sehr konzentriert. Aber die Kraft von den 51% merke ich vielleicht noch hinten raus, jetzt auf der Zunge ein bisschen mehr als beim Alba. Aber eigentlich sehe ich die, ich finde, der Achates ist irgendwie, der Alba ist irgendwie auffälliger. Ja. Ja, der ist vielleicht, so kam er auch, glaube ich, auf der Whisky Time Frankfurt rüber, vielleicht ein bisschen gefälliger, weil er einfach diese leichte Säurenote, die man ja auch vom Vin Jaune nicht mögen muss, eben nicht hat. Ja, und hier hat man eher sicherlich die dunkleren Früchte, die Rosinen vielleicht mehr, weil ich Jean Noir hat geschrieben, Round Mellow, Quitte, Rosinen in der Nase, dann Silky mit tiefer Energie auf der Zunge und dann, Achtung, Finale komplex mit gerösteten Mandeln und ein bisschen Orange. Das ist das, was Jean Noir geschrieben hat. Also komplex, klar, ist es ja häufig bei Couvreur, aber ja, für mich ist er, wenn ich ein bisschen mit hell und dunkel beschreiben könnte, der Spiral ist dunkler in der Frucht, der Alba sicherlich heller, vielleicht auch weiniger. Hier denke ich schon eher an, vielleicht auch an PX, obwohl es nicht da ist. Ne? Ich finde das ganz spannend. Also für mich ist auch so der Alba ein bisschen outstanding, so ein bisschen von den Michel Couvreurs, sage ich mal, außer man nimmt jetzt vielleicht diese Vengeance und andere Sachen so mit rein. Aber wenn man so klassisch Overage Blossoming vielleicht kennt, vielleicht den Candid, vielleicht den Special Wetting und dann ist der Spirale irgendwie so ein Aufbau da drauf für mich persönlich, einfach von der Geschmacksvariation, die er dann bietet. Und ich glaube, das schreibt der Manuel Jung hier auch ganz schön. Den hast du wohl beraten. Er sagt nämlich, Frank hatte mich online beraten und mir eher zum Spirale als zum Alba geraten. Und ich bin froh, dass ich mich aufgrund von Franks Empfehlung für den Spirale entschieden habe. Der hat einfach alles. Also das heißt ja nicht, dass der Alba irgendwie schlecht wäre oder so. Es ist einfach anders. Und ich meine, anscheinend hast du seine Vorlieben sehr gut rausgehört, sodass du ihn gut beraten konntest. Und ich persönlich tendiere mehr zum Alba geschmacklich. Das ist natürlich... Gut, ich hatte ja damals schon so oft geschwärmt von diesem Fass, vielleicht liegt es einfach daran. Aber das ist natürlich individuell, also das ist einfach, nimmst du beide, kannst du nichts falsch machen. Wenn man sich entscheiden muss, dann fängt man halt an zu grübeln und dann wäre es bei mir persönlich nochmal der Alba. Aber es ist einfach, ich gucke hier runter, weil meine Samples da stehen, also eine Geschmacksexplosion auf der Zunge, was man hier reinkriegt, das ist einfach einer... voller schöner in andere Richtung als der andere, aber man kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass jetzt einer dabei ist, der den anderen so wegbügelt, dass du sagst, oh, den kannst du vergessen, der andere, der ist es, sondern die haben alle ihre Schönheiten bisher gehabt. Ja, was soll ich denn noch sagen? Absolut. Achso, eins wollte ich noch erzählen, so als kleine Story, bevor ich das vergesse. Marc und ich fahren ja einmal im Jahr zu Couvreur, meistens im August, so ein Jahrestreffen zu haben, ein bisschen Ideen auszutauschen. Und wenn man jetzt sich ein bisschen mit Overage auseinandergesetzt hat und vielleicht auch die zweite Flasche bestellt hat und die immer noch gut findet, und sagt dann, was gibt es denn noch außer dem Overage? Oder vielleicht sogar, wenn wir da noch eine Schippe draufsetzen, aber ich will halt keinen Blossoming kaufen. Meiner Ansicht nach ist er die 179 € wert, aber faktisch gibt es halt kein Un-PD-Whisky aktuell für um die 100 €. Und dafür kämpfen wir schon etwas länger, dass wir was haben. Ich will nicht sagen, was besser als Overage, das ist nicht die Frage. Aber was irgendwie man sagt, okay, was habe ich denn noch für eine Variation? Und wenn es jetzt nicht die 259 € von der Spiral sein sollten, sondern irgendwie um 100 €, dafür kämpfen wir. Und genau den du angefangen hattest vorhin, den Intravaganza in 5-6-jähriger Ausführung. Und du wirst diese 5-6 Jahre nicht als zu jung empfinden, sondern eher so, boah, ist der fett. Das wäre sowas, was da gut reinpasste und hatte heute Morgen mit dem Jean No gesprochen und er hat erzählt, es liegt tatsächlich auch an der Verfügbarkeit von Fässern, die dafür geeignet sind und er ist dran an einem Deal für insbesondere Moscatel-Fässer, hat ein Angebot für 100 Fässer, die müsste er aber komplett bezahlen, jetzt in dieser Zeit, wo sie natürlich auch mit der Krise auch natürlich auch weniger Liquidität haben.
Wenn das klappt, glaube ich, werden unsere Gebete irgendwann mal erhört, dass wir ein 100-Euro-Kuvert haben an Piti, also ohne Rauch und Torf und was halt irgendwie preislich auch zwischen Overage und Blossoming ist. Aber da kann man selbst sogar einen Sprung von Michel Cuffroy wegmachen. Ich hatte gerade letztens die Diskussion, ich suche für um die 100 Euro einen Single Cask, einen Fassstarken oder einen schönen Whisky, irgendwie mit Alter um die 20 mit Sherry. So, da suche ich was. Und da wird es einfach aktuell schwierig. Natürlich kann man jetzt so die gängigen und so einen Glengoyne 21 oder sowas da direkt nehmen, der auch so vom Preis ganz schön passt. Aber wenn man den schon kennt und vielleicht auch was Fassstarkes sucht, dann wird es echt schwer. Da muss man bei den Unabhängigen schon suchen, wo kriegt man denn 20 Jahre Sherry, der jetzt nicht diesen Neu-Sherry hat, sondern so diesen tieferen, älteren. Und dann habe ich auch gesagt, naja, nimm einfach nochmal Blossoming, den kannte halt schon. Aber eigentlich, es ist einfach dann ein Produkt, der ist leider, er hat halt diese 180 Euro und ist halt schwierig, aber es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Die aktuellen Marktpreise gehen ja dahin, dass man Whiskys über 20, 25 Jahre kosten das einfach. Und ich glaube, wenn man den Blossoming auch heute von der Art vergleicht, muss man echt suchen, ne? Sowas. Ja, Also. also es gibt wenige Alternativen. Also wenn müsstest du wirklich bei Macallan 18 schauen aus den Ja, 80er Jahren kostet mehr. vielleicht, kostet dann ein paar tausend Euro. Und auch der aktuelle 18er Macallan bringt das nicht, was der Blossoming kann. Das Und ich bin auch unterschied. ein großer Fan von den Glendronachs 18, 21 Jahre. Auch der 21-Jährige wird in den nächsten Monaten und Jahren explodieren im Preis. Also auch das kann ich sagen, wer den liebt. Und den noch irgendwie für, bei uns kostet letztes Flasche, glaube ich, 150 Euro. Das ist auch schon wahnsinnig teuer geworden in den letzten 12 Monaten. Liegt nicht daran, dass wir die Marge erhöht haben, sondern einfach, weil er so vom Einkauf her so viel teurer geworden ist und sicherlich noch teurer werden wird. Auch der 18-Jährige ist mittlerweile deutlich über 100 Euro. Das habe Und ich die Tage auch gesehen. die Glengoyns sowieso. Ja. Aber die sind ja alle nicht fassstark. Also zumindest nicht die Nee, Älteren. nee, das. Und tatsächlich, wenn du sowas wie Overage und Fassstärke findest Also in der Struktur gibt es so ein Produkt sowieso nicht, meiner Ansicht nach. Für 150 Euro, das findest du nicht. Also auch für 150 nicht. Und diese 79 Euro für einen Overage aktuell in Fassstärke ist meiner Ansicht nach, ich muss es jetzt mal sagen, ich weiß, 80 Euro für eine Flasche Schnaps ist viel, aber es ist ein Witz. Für den Whisky, den du dafür bekommst, Wahnsinn. Zumal er ja auch wirklich durch diese leicht rauchigen Anteile doch ein bisschen anders ist als Blossoming. Aber wenn man sagt so, ich möchte was Komplexes in Fassstärke, Overage gibt es aktuell meiner Ansicht nach keine Alternativen. Und wenn du sagst, ich will keinen Nullrauch haben, sondern wirklich Blossoming pur, Sherry PX, Einzelfass, leider nicht in Fassstärke, aber dann wird er wahrscheinlich deutlich über 250 Euro kosten, dann ist meiner Ansicht nach der Outstanding und alternativlos. Ja. Der Thomas schreibt hier nochmal im Chat, das will ich nochmal erwähnen. Der fragt, jetzt haben wir ihn den Mund wässrig gemacht mittlerweile. Sind jetzt 1,5 Stunden knapp dabei. Oha, Oha, wir haben es das gewusst, ist wir haben es krass. gewusst. Solche Tasting-Sets sind jetzt eigentlich weg. Der Frank hat natürlich was und hat gesagt, wenn jetzt in nächster Zeit ist, kann man bei dir nochmal so ein paar Proben bestellen. Irgendwann ist das natürlich auch nicht mehr möglich. Wir haben gehört, Spirale, Alba, teilweise 60 Flaschen, die sind halt irgendwann auch weg, ne? Aber wenn Ja. man da schreibt, ist das natürlich noch möglich. Dann kann man sich den Stream auch nochmal in Ruhe anschauen. Ja, klar, gerne. Könnt ihr euch einfach beim Frank melden. Also der ganz lang da und jetzt kriege ich wieder die Säure mehr. Vorhin hatte ich mir die Süße, also er verändert sich richtig, der Spirale. Spannend, spannend. Ja, vielleicht zur Vollständigkeit von den Produkten, wenn ich darf. Ja, klar. Was halt auch noch gibt, für die Freunde von Torfigen Whiskys, jetzt den Candid. Candid ist unauffällige 9 Jahre First Fill PX gereift. Auch ein Produkt, was es meiner Ansicht nach in Schottland nicht gibt. Weil wenn du Peaty und PX hast, ist es meistens ein PX Finish. Und wenn du beides hast, wie bei einem Lejeune von Signatory, den ich auch sehr mag, so 10, 11 Jahre, hast du eigentlich Oloroso. Und hier hast du durchgereift in Half Butts. Das sind keine Hogsheads, auch wenn es die gleiche Größe ist. Also in kleinen Sherryfässern schon vor Ort gereift in Spanien. Und natürlich First Fill und PX. Und das ist schon was, was auch in 49% abgefüllt ist und richtig Spaß macht. Für 85 Euro. Dann gibt es noch den Special Vatting. Mein persönlicher Peaty-Liebling wird gemacht aus 3 Fässern, 12, 14, 20 Jahre. Nur der 12-jährige ist Peaty. Das heißt, die anderen 2 Drittel sind eben nicht torfiger Anteil. Deswegen ist er weniger torfig, eleganter. Und ja. Ziemlich gut. Achso, genau, es gibt keine Sherry Hogsheads bei denen. Ist crazy, oder?
Warum nicht? Weil Hogshead ist ja eine schottische Größe und da die Fässer ja nicht über Schottland gehen, nie. Die haben also Halfpots, die quasi in Spanien, in Andalusien schon als kleine 250 Liter Fässer verwendet werden und natürlich auch viele Butts. Natürlich haben sie auch ein paar Portpipes, aber sie haben keine Sherry Hogsheads normalerweise. Ja gut, wenn man, also man denkt am Anfang nicht drüber nach, aber klar, das ist alles irgendwie, sie haben aber schon ein paar schottische Fässer von früher noch gehabt. Ne? Früher ja, war ja quasi natürlich der Fass, ich denke daran, weil ich hier einen Fassdeckel hängen habe, den ich damals mitgenommen habe. Ich war nur gefragt, nimm dir was vom Lagerfeuerstapel, so nach Motto, und da durfte ich hier mit herschleppen. Da steht ja die Brennerei drauf, oder eine Brennerei von vielen. Und das natürlich so ein Hogshead vielleicht gewesen sein. Aber das ist natürlich hauptsächlich nicht zur Reifung genutzt, sondern einfach, weil früher der Transport nicht in diesen Plastikcontainern passiert ist, sondern in diesen Fässern. Und der Deckel zumute sieht ja auch ziemlich kaputt aus. Du hattest vorhin geschrieben wegen den Moscatel-Fässern. Ich glaube, Marco hatte hier noch geschrieben, Frank, wäre es nicht eine Option, dass ihr zwei einfach zusammenlegt und vielleicht ein paar Fässer einfach mitbezahlt? Müsst ihr mal dem Giorno vorschlagen. Das könnte natürlich eine interessante Variante sein. So kommt ihr vielleicht dran. Lieber Norman, lieber Marco, ich habe mir das heute angeboten. Brauchst du Liquidität? Weil das kann ja nicht sein, dass es daran scheitert. Ja, ich meine, gut, er hat ja gesagt, okay, es geht um 100 Fässer. Ein Fass kostet 1.500 Euro. Das summiert sich halt schon. Ja, also, aber ja, es ist ein Asset, da müssen sie, glaube ich, investieren. Und ich weiß, dass Giorno immer in die Zukunft investiert, weil der weiß natürlich ganz genau, ohne die Fässer geht es halt nicht. Da kannst du den tollsten Keller von allen haben. Das beste New Make von allen schottischen. Aber wenn die Fässer nicht da sind, in der Qualität, kriegen sie das nicht hin. Und das ist das Asset, in das sie immer wieder investieren. Und das weiß der Giorno natürlich viel besser. Und er wird versuchen, natürlich da was zu bekommen. Und wenn es dann am Ende dann mal wirklich dieses Produkt mal gibt, ein Intravaganza 5-6 Jahre, ich habe noch so ein kleines Samplechen hier, dann freue ich mich jetzt schon, dass es irgendwann mal, auch wenn es noch dauern wird, mal so sein wird. Weil natürlich muss der auch ein paar Jahre dann doch mal liegen. Also müsst ihr uns treu bleiben die nächsten 10 bis 20, 30 Jahre. Mal schauen, was da kommt. Ich glaube, du bist schon gefühlt, seitdem wir da waren oder wenn nicht sogar davor, jedes Mal höre ich das von dir, du bist da richtig hinterher. Also ihr beide ist natürlich einfach spannend. Ich muss sagen, die Spirale ist auch super süffig. Ich kann da die ganze Zeit nicht weg. Also der Whisky zieht mich so an, so trinkt mich, also super süffig, fast schon gefährlich. Ja, ich habe ein Problem, das Glas ist leer. Aber, naja, gut. Wir haben noch ein anderes Glas, ne? Ja. Oder? Ja, ich wollte gerade sagen leider, aber leider zum Very Sherry zu sagen, ist ja auch ungerecht, ne? Leider? Nee. Ach, bist du schon bei Very Sherry? Nee. Nee, ich habe jetzt gerade den Spirale mal nachgegossen, weil du sagtest, ich du bist noch dabei. Nicht viel, aber ich habe auch noch was zum Nachschenken, aber ich finde einfach, mich würde mal interessieren bisher, vielleicht kann jeder mal schreiben, Blossoming, Alba, Spirale, was denn so bisher... Wie wäre denn euer Ranking so? Also wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt Alba. Bei mir wäre es Alba, Spirale, Blossoming. Obwohl es einem dem Blossoming fast schon leid tut. Der hat halt eine viel nussigere Note, finde ich, die er jetzt entwickelt. Also gerade so, wenn man so ins Glas reinriecht, da ist so eine breite, nussige... Ja, immer noch. Schwierig. Also ich sage ja, es tut einem fast leid, aber wir haben ihn nicht sofort umsonst ans Ende gestellt. Aber es gibt schon die Ersten, die sagen Spirale, Blossoming, Alba. Kann ich auch nachvollziehen. Alba, Spirale, Blossoming, Alba, Spirale, Blossoming. Also der Alba. Was würdet ihr für die Michael Kuhfreue bezahlen? Das, was draufsteht? Ist natürlich eine berechtigte Frage, ne? Der Spirale war preislich 259, glaube ich, der halbe Liter. Ja, ne? Wurde auch mal hier im Chat gefragt, wurde halt per Chat schon beantwortet. Klar, das sind natürlich, deswegen haben wir hier die schöne Geschichte, dass wir es als Proben über dich zum Glück anbieten konnten, weil man doch einfach in dieses Line-Up sonst nicht so einfach kommt. Da ist man dann eher mit einem Sample von einer Flasche dabei oder so, über einen Zweitmarkt oder über einen Freund oder wenn man sich mal eine Flasche gönnt. Aber dass man sich jetzt alle vier Flaschen kauft, ist dann eher so die Ausnahme. Ja, das stimmt. Ich meine, ich fand schon sensationell, wie viele von euch sich die Samples bestellt haben. Das ist jetzt nur wirklich nicht wirklich billig. Ich meine, wir haben, glaube ich, die Preise ganz, ganz fair gemacht. Aber so ein Sample-Set von 4x5 CL 110 Euro ist ja schon mal ein Wort. Ja. Aber ich glaube und ich hoffe, dass ihr alle da draußen
das eh nicht toll findet, wie wir das hier tun. Das sind einfach Sachen, die kannst du selten vergleichen mit anderen Sachen. Also da fallen mir persönlich bei keinem einzigen von den vier Freunden hier und auch bei dem Overage und so weiter Alternativen ein, wo ich sage so, oh, das erinnert mich an den. Mag sein. Ich denke, du hast auch mit deinen Raritäten, lieber Norman, ja auch einiges mehr probiert als ich wahrscheinlich. Aber du musst da schon eigentlich wirklich suchen. Also und auch gerade, wenn wir jetzt auf den Value Sherry gehen, da sage ich, da musst du einfach nach einem 30-jährigen, vielleicht sogar älteren Macallan in Fassstärke suchen. Preis, naja, egal. Oder halt nach einem Glenfarclas Family Cask aus den 70er, 80ern. Da bist du auch fett vierstellig. Ja? Und ich glaube, dass manche sagen, und da gibt es auch einige, auch auf Whisky-Messen, die ich sehe, mir ist das zu viel Sherry. Mir persönlich nicht. Und mir ist auch ein Alba nicht zu weinig. Aber es polarisiert natürlich und das ist auch völlig okay so. Aber ich brenne total dafür und einfach, weil diese Whiskys so außergewöhnlich gut sind und gerade wenn man sich Zeit nimmt und sich hier wirklich anstecken lässt von diesem wunderbaren Couvreur-Virus, mal was anderes in der heutigen komischen Zeit, dann geht es nicht um die Brennerei. Und im günstigen Fall, und jetzt, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich halt hier das Zeug verkaufen möchte, man merkt, dass es wirklich, es gibt hier keinen Vergleich, es gibt keine Alternative und sie sind den Preis wert, auch wenn es ein Schweinegeld ist für so ein kleines Fläschchen. Ja, ich weiß noch, als ich hier vor fast 5 Jahren, übrigens Marco hatte gerade 10-jährigen Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Alles Glückwunsch, Gute genau. Ist schon ein für paar die Tage nächsten her. 50. Ja. Durfte ja leider nicht feiern. Du darfst ja deinen Geburtstag wahrscheinlich auch nicht feiern, ne? Deinen Fünfjährigen, du bist ja, Ein oder? Fünfjährigen ist im Juli dran. Mal gucken. 11. Juli, mal Ja, schauen, stimmt. was wir da zaubern. Aber jetzt habe ich meinen Vorhang verloren. Ach so, genau. Als ich hier vor knapp 5 Jahren aufgemacht hatte bei Whisky Life, hatte ich dann noch so einen 84er stehen von Couvreur. Und der hat gekostet, glaube ich, 350 Euro. Und ich habe den da stehen gehabt, da habe ich gedacht so, fuck, ein halber Liter in einer schönen Holzbox, ja, schöner kleinen Karaffe, 350 Euro, das kauft doch keiner. Und dann irgendwann habe ich natürlich, wurde mal Zeit, alle aufgemacht. Und es gibt eine kleine Geschichte von der Village in Nürnberg vor ein paar Jahren. Da kam einer an von der Konsumentenmesse rüber und mittags, glaube ich, samstags um 12, meinte, was ist das für ein Zeug? Ja, die machen das so und so und hat dann probiert, overaged, aufs Haus, fand er gut, hat ein Blossoming gekauft. Also nach einer Viertelstunde. Und dann sagt er so, dieser Very Sherry, den wir gleich probieren werden, der kostet wie viel? 330 oder 340 Euro? Was kann denn der, was der Blossoming nicht kann? Komm her, es ist ein schöner Tag heute. Ich freue mich, dass du den auch so magst wie wir. Kriegst einen kleinen Schluck aufs Haus. Und dann habe ich ihn eingeschenkt und er hat dann gerochen und hat ihn probiert. Guckt mich so ein bisschen komisch an. Und er sagt jetzt nicht so, oh, was ein Brett. Er sagt nur, ach so, das ist die Story. Ja. War dann auch ein bisschen geflasht. Hat er mal nicht mitgenommen. Na gut, Nee. dann ist dann doch mal ein Sprung. Aber hab, glaube ich, verstanden, was das einfach für ein außergewöhnliches Zeug ist. Genau, Marco sagt Danke an uns, ein schöner Abend, den wir hier bieten. Das freut uns natürlich, denke ich, ne? Und er trinkt Absolut. ein Very Sherry mit, aber ein 1969er. Jetzt wirst du sagen, das ist das falsche Jahrgang, da hat er noch ein Sample von. Aber lass es dir schmecken. Genau, Tomek sagt, er war gerade beim Schnüffi. Wir haben aber sehr, sehr tolles Zeug. Schnüffi ist der André von Kirsch. Sozusagen. Ja, also wir haben Schnüffi. es jetzt, ja, er hieß damals Serpenschnüffler. Und seitdem war er ja quasi, hat dann irgendwann seine Videos oder seinen Blog aufgehört. Aber ihr hattet bestimmt auch sehr leckere Tropfen, Tomek. Ich würde sagen, jetzt hast du mir den Mund mit Very Sherry ganz schön ja, voll gemacht oder Speichel fließen. Ich habe hier den in mein Lieblingsglas geschenkt, wenn ich über Michel Kofor rede. Da wollten wir nochmal, da hast du auch. Man sieht das vielleicht, der eine oder andere sieht das Glas immer, hier ist so eine kleine Michel Kofor-Prägung. Und du meintest, du hast da noch eine ganz witzige Geschichte, weil ich werde immer wieder, auch Ja. vielleicht bevor wir zum Barry Sherry gehen, gefragt, wo gibt es dieses Glas? Und ich sage immer, das gab es halt auf der Tour für uns irgendwie geschenkt, aber ich meine, du hattest welche im Laden. Und ja, ich glaube, es gab mal welche oder gibt welche, aber ich weiß es nicht. Ich schicke immer nur alle zu dir, weil ich habe die Ja, Gläser vielen Dank nicht. dafür.
Es gibt die tatsächlich noch in unserem Handbestand, aber nicht mehr zum Verkauf. Wir haben halt einfach nur eine, ich weiß nicht, wir haben glaube ich noch 6 oder 10 Gläser, die wir wirklich schon für ein paar, naja, für ein paar Ereignisse schon noch halten. Und ich hatte auch schon vor längerem, wirklich vor einem halben Jahr bei Giorno angefragt und bei der letzten Bestellung einfach dann, also vor einem halben Jahr, dann einfach 50 Gläser mitbestellt oder 36, ich weiß nicht. Und sagt er, ja, gibt's nicht mehr, gibt jetzt andere. Ja, welche denn, frage ich. Und dann schickt er mir ein Bild von einem Grappa-Glas. Also das war wirklich so ein kleines Ding. Mit so einem, ja, also Grappa ist ja okay, aber naja, mit MEC drauf, das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe das natürlich ein bisschen höflicher ausgedrückt als jetzt, aber ich dachte, nee, die will ich nicht. Und jetzt sind wir gerade dabei, die sind wohl ursprünglich von Schott-Zwiesel, das Modell gibt es genau. Wohl nicht mehr, hat bei uns, solange wir es hatten, 12 Euro gekostet, finde ich auch noch für ein wirklich ein sehr elegantes Glas auch noch einen überschaubaren Betrag. Ja, für mich wirkt es immer wie wie ein größeres Glencairn aufgesetzt auf so einem ja. Stiel, was so sehr, genau. sehr, sehr klassisch ist. Natürlich größer als ein Glencairn, aber es macht einfach was her und auch vom Riechen. Das ist ja irgendwie so das ja. Blending oder Nosing oder Joanneau riecht ja auch aus den Teilen. Zumindest als wir ja. die Tour hatten. Also ich mag das sehr gerne und ich werde mich jetzt darum bemühen, halt ein vergleichbares Glas zu bekommen. Also für uns in Deutschland, also im Zweifelsfall wird der Marco die auch haben, wenn er sie gut findet und auch, wenn sie auch bezahlbar sind. Also da werde ich einen Kontakt knüpfen, dass wir da vielleicht solche Gläser einfach hier in Deutschland produzieren lassen, das MC-Logo draufbringen und den auch zu einem vernünftigen Preis anbieten können. Das wird erfahrungsgemäß in diesen Tagen und auch sowieso mit dem Vorlauf in so einem Vertrieb wie Stölzler oder wie Schott-Zwiesel ein bisschen dauern. Aber aktuell kann ich leider nicht anbieten, weil wir wirklich noch ganz, ganz wenige haben, aber wir werden sie bald wieder haben. Also wenn ihr da Interesse habt, sehr gerne einfach mal eine Mail schicken am besten. Und es wird die wieder geben, aber ich denke mal, es wird noch mal ein, zwei Monate dauern. Stimmt. Genau, der Jan muss sich verabschieden. Schönen Abend noch, Jan. Aber du kennst die Tropfen ja eh. Nehme ich an. Also ich muss sagen, der Rary Sherrod jetzt ist unfassbar. Man hält ihn ans Glas. Der ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob es natürlich auch die Zeit ist oder auch dieses Glas, aber das, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass nach dem Spirale nochmal ein Whisky so dermaßen in die Nase präsent ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es gerne mal in den Chat rein oder dir. Also das ist einfach voll, aber ich glaube, dir ist das eh dein Liebling, ne? Ja. Also mein absoluter Liebling, für mich ging auch jetzt so 1990er oder ein paar andere Sachen nicht über den. Also das ist mein absoluter Liebling von Couvreur und schon seit Jahren. Ich weiß mal nicht, wann ich mir den ersten geleistet hatte, aber das ist für mich, ja, also wie ich es vorhin gesagt hatte, bei McKellen gibt es sowas meiner Ansicht nach nicht, schon gar nicht für normales Geld. Denn Farkless 70er Jahre, 80er Jahre und gerade diese 45%, das muss man Couvreur halt einfach glauben, sind Fassstärke. Ja, das ist einfach das, was noch da ist. Und ich finde, das ist High-End. Das ist, sind sie alle vier High-End, aber das ist für mich das Beste vom Besten und auch, wie gesagt, die Spitze des Eisbergs von der normalen Produktfamilie. Und das ist sowas, immer ein Einzelfass, immer First Fill PX, hier 25, 26 Jahre Fassstärke. Ja, also von den Attributen fehlt da, glaube ich, nicht mehr viel. Wir haben den ja vor 2 Stunden eingeschenkt. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass der weggelaufen ist oder flüchtig geworden ist. Ja? 2 Stunden ist es fast schon hin, ja. Ist doch fast schon Frage, wie lange habt ihr noch Zeit? Ihr müsst uns genau. stoppen. Ne? Nein, also ich finde unfassbar die Note. Ich bin gespannt, wie er gleich auf der Zunge ist. Viele schreiben schon Schokolade, Rosinen, Mandeln, Bitterorange. Hier wird auch die Maggi-Note erwähnt. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo Michel Couvreur der ein oder andere hört. Ich finde, man dieses Liebstöckel so ein bisschen, gerade wenn der Whisky über die Nacht stehen bleibt, oder also wenn das Glas ja. leer ist und so ein letzter Tropfen noch drin ist und man geht am nächsten Tag ans ja. Glas, dann ist das intensiver. Ich finde, oft ja. gehen diese Liebstöckelnoten halt dann ins Nussige über, was ich ganz schön finde. Ja. Also kann ja. ich bestätigen, ich bin jetzt nicht der größte Fan, wenn es zu liebstöcklich wird. Und ich bin auch der Meinung, klar, wenn er wirklich dann über Nacht dann noch in der letzten Neige gestanden hat, kommt das noch deutlich mehr raus. Ich mag ihn so, sage ich mal, mit einer Stunde im Glas oder ein bisschen mehr, eigentlich am liebsten. Ich finde da diese kräutrige Liebstöcknote nicht so dominant und schon gar nicht störend. Sie ist da und ich finde auch hier so das Zartorange, aber nicht das, ja, wie jemand gesagt hatte oder geschrieben hatte, auch dieses Bitterorangige schon. Mhm.
wobei ich die Früchte dann nicht wirklich trennen kann. Boah, ich will mal gar nicht runterschlucken, das. Also das Holz ist jetzt, also es legt sich ganz breit auf die Zunge vorne, kommt so ein leichtes Prickeln, ohne dass das irgendwie eine Würze bei mir wird, die negativ ist, sondern es wird sehr voll altes Holz. Und dann, erst wenn dieses Holz weggeht, kommt für mich so ein bisschen diese ja, Leder, Röstaromen und dann so dunkle Pflaumen, eingedickte Pflaumen. Also das ist schon ein schönes Wechselspiel hier. Und ganz schön breit auf der Zunge. Und das nach einem Boah. Spiral. Muss er erstmal, also. Nach dem Spiral. Aber ich glaube, die Reihenfolge passt schon. Also da den als letzten zu nehmen, der hat noch eine volle Kraft mit nur 45%. Ich meine, du bist ja auch ein Freund von Scotch Malt Whisky Society. Da hast du ja häufig 55 plus im Glas. Aber hier am Ende nach doch Dass drei. der nur 45 Volumenprozent hat, das ist krass, weil der Spiral hatte ja 51 und ich finde, der ist noch mal kräftiger oder voller. Nicht kräftiger, voller ist das richtige Wort, glaube ich. Boah. Ist natürlich auch ganz schönes Brett, muss man dann mögen. Ne? Also ich finde auch, der ist auch holziger jetzt im Vergleich noch mal. Kommt vielleicht von der holzigen Note so ein bisschen dem Blossoming ähnlich, aber natürlich viel intensiver von der Breite. Ja, das mit der holzigen Note, ja, Also für mich. also, ja, ich wollte nur das versuchen, ein bisschen zu unterscheiden von einigen Glenrothes, die ich kenne, die mir wirklich einfach zu holzig sind. Ja, ich finde, das ist, ja, man kann natürlich diese Würzigkeit der Eiche jetzt nicht abstreiten, die ist da, die habe ich auch. Es ist aber vielleicht auch was ich immer wieder im Kopf habe, ist einfach diese Reife in diesem Keller, das ist dann einfach auch so. Da ist eine eichige Note, ja, aber es kommt halt vor allen Dingen auch diese Feuchtigkeit des Kellers auch rein. Und ich weiß, ich hatte mich mal mit der Dame unterhalten auf einer Messe, die meinte, oh, ist ja viel zu viel Holz und so, boah, halte ich für völligen Quatsch. Ganz ehrlich, da ist eine Würze da, aber sie ist auf keinen Fall zu holzig und diese Holzigkeit kann ja im negativen Fall durchaus die anderen schönen Aromen überdecken. Und dann mag ich es überhaupt nicht. Und ja, hier ist eine schöne Würze vom Fass da. Klassischerweise sind das immer 60, 70 Jahre alte Fässer, in denen halt very sherryed. Oder ein Whisky, der dann zum Very Sherry wird. Das ist ja nun wirklich nicht so, dass sie davon 500 Fässer hätten. Also ich weiß nicht, vom Very Sherry von dieser Qualität haben sie vielleicht 20. Also da ist nicht viel da. Und die ältesten Fässer sind sowieso von 1990. Ja, das ist das Älteste, was sie haben. Also wenn man hier jetzt einen hat, der ist von 1993, ja, dann ist das schon, ich weiß nicht, was da noch kommen soll. Ja, also wenn man sagt so, okay, kann man den noch länger liegen lassen? Und da hätten sie natürlich tatsächlich das Problem, deswegen werden sie wahrscheinlich auch nicht wirklich irgendwann 30-, 40-Jährigen mal auf den Markt bringen können, weil das gibt wahrscheinlich die Feuchtigkeit einfach nicht her, weil der Alkoholgehalt ist natürlich stark gefährdet und zieht es immer bei 25 Jahren als eine Art Punkt, also eine sanfte Landung hinzulegen bei 45%. Das ist das Ziel. Ja. Ich Und finde dass auch. dann 45% noch genug sein können, würde ich sagen, beweist er ganz gut. Ja, auch wenn man den jetzt im Mund hat, ich habe schon das Holz sehr, sehr viel, was ich aber ganz schön finde. Klar, hier schreibt man auch nach 25 Jahren, was will man erwarten? Natürlich ist da Holz, ne? Aber jetzt kommt auch wieder vielleicht auch so eine gleich minimal säuerliche, aber so eine Fruchtnote, die sich so in der Nase da drüber setzt. Gerade im Riechen. Tito schreibt, jetzt habt ihr mich angefixt, jetzt muss ich mir alle drei bestellen. Danke fürs Anfixen. Sehr gerne. Genau, der eine oder andere sagt sogar Alba Spirale Blossoming Very Sherried, der Arne, so von seiner Reihenfolge. Ja, es ist auch spannend, ne? Nicht Ja, jeden. sehr. Also, aber ich hoffe, dass natürlich hier jeder bisher sehr seinen Spaß hatte. Es gibt noch andere Whiskys über den Very Sherried, ne? Immer so ein paar Ja. Sonderab Abfüllung. Es gab jetzt quasi mal einen High Privacy, das war irgendwie so ein 20-Jähriger. Dann gibt es noch diesen Toro Alba, nee, wie heißt er? Dieser mit der Trier Bock, Junker. Trier Trier Junker, Junker. genau. Also ich zeige es mal gerade, den High Privacy habe ich tatsächlich aktuell nicht mehr hier, aber ich habe noch 4 oder 6 Flaschen von Giorno bestellen können. 20 Jahre ist also High Privacy, ist was sehr Privates von Giorno. Das ist im Prinzip ja, so sein erstes Fass, was er quasi betreut hat als eigenes Baby. Und der war ursprünglich Peaty. Also, und das ist er natürlich nach 20 Jahren nicht wirklich mehr. So eine leichte rauchige Note ist drin. Aber auch wahnsinnig intensiv und vielschichtig. Da kriege ich noch ein paar Flaschen. Was ist noch?
in wirklich extrem geringen Mengen gibt. Ich glaube, noch zwei Flaschen ist der 1990er. Der liegt 26 Jahre in Firstville Oloroso. Das klingt ein bisschen banal, ist aber für Couvreur schon was Besonderes, weil die haben ja fast kein Oloroso. Also relativ gesehen zu PX. Ja. Und den hatte ich sehr süß in Erinnerung. Der ist anders, der ist vielleicht sogar leichter als der Very Sherried, vielleicht sogar ein bisschen weniger holzig, wenn ich das mal so sagen darf. Aber auch sehr, sehr schön, wird mit 47% Fassstärke abgefüllt. 2000 haben wir der erst abgefüllt. Also ja, also hier die letzten Flaschen. 425 Euro natürlich auch ein Stück, aber was ganz, ganz Seltenes. Und natürlich zum 30. Geburtstag ein Cuvée aus drei Fässern, sehr, sehr alten Fässern, der Trier Jungter in Uno. Das ist natürlich was, was auch in so einer etwas eigenartigen roten Lederbox kommt. Das ist sicherlich ein ganz großes Ereignis hier, bottelt fast stark am 25. Januar 2019. Drei Fässer bis 29 Jahre hoch. Abgefüllt mit 49,9% Fassstärke, 599 Euro, ja, was ganz Seltenes. Das ist für mich der Einzige, der es vielleicht schafft. Ihr wisst, ich finde es auch völlig okay, dass jemand sagt, so von den Vieren gefällt mir halt der Very Sherried, an Nummer 4, nicht wie beim Frank an Nummer 1. Aber das ist vielleicht der Einzige, der für mich dem Very Sherried noch so eine kleine Mütze aufsetzt. Das ist wirklich unglaublich, das ist ein... Also ich durfte ihn einmal probieren. Du hast ja gesagt, 599, der halbe Liter. Für mich war das dann auch so im Vergleich. Ich meine, wenn man das dann hochrechnet, ist man ja bei fast 900 Euro. Kommt aber geschmacklich auch an sowas wie diese alten Stress Islas oder so von Ende der 60er, finde ich. Ne? Das ist natürlich auch auf einem ähnlichen Niveau. Natürlich dann so ein bisschen halt Couvreur eigen und anders. Ja. Und es steht halt nicht aus den 60ern, 70ern drauf und so weiter. Aber diese alten Flaschen, das ist schon so das Niveau, wie ich es vergleichen würde. Der Bernd Kills schreibt hier, der Very Sherried erinnert mich an die Whisky Doris Space Side von 77, den ich zum 40. hatte, 38 Jahre im Fass. Fand den sehr ähnlich oder ist das einfach nur zu lange her? Fragt er. Ich weiß nicht, ob er jetzt dich oder mich fragt. Ich müsste lügen, ich weiß es nicht. Ich vermute, er fragt eher dich. Ich hatte natürlich auch mal den einen oder anderen Secret Spacer von der Whisky Doris, aber da gab es ein paar, glaube ich. Ja, also ich kenne natürlich den 77er und ich kenne auch den Bernd, der 77er Jahrgang ist. Meiner Ansicht nach ist der hier schon anders. Also er kommt vielleicht vom gefühlten Alter schon dahin, ja, obwohl er ja eher 1993 deutlich jünger ist. Wobei ich sage, das, was Couvreur in den feuchten Kellern macht, gibt dir einen Altersfaktor von, ich sage es einfach mal, 1,5. Also wenn ich hier 25 Jahre draufstehen habe, würde ich sagen, dass du irgendwas in der Space-Zeit eher mal mit paar 30 Jahren erwarten solltest, vielleicht sogar mehr. Weil einfach die Reifung ist eine andere, die Qualität der Fässer ist sowieso eine andere. Und der 77er von der Doris, den mochte ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war nicht definiert, was für ein Sherry-Fass das war. War natürlich auch ein sehr schöner. Ich glaube schon, dass die Struktur hier von PX dichter ist. Besser, schlechter, weiß ich nicht. Der andere hat ja auch ein stolzes Alter. Der andere alter Sack. Wahrscheinlich beide Smalls, die sehr, sehr viel Spaß machen. Ne? Egal, auch ja, total. Wenn die Erinnerung so ist, warum sie nicht so stehen lassen. Genau. Und dazu sagen, der hat mir besser geschmeckt oder schlechter. Ich bin halt tatsächlich, ich meine, ich habe daraus nie ein Geheimnis gemacht, ein ganz großer Fan von gerade von Very Sherried. Ich habe immer so ein Mini-Battle gehabt mit Marco, der mochte den zweiten Spiral noch ein bisschen lieber. Der hat hinten so eine leichte Säurenote. Ich finde halt diesen Very Sherried, wobei man auch da sagen muss, nicht jeder Very Sherried von heute ist geschmacklich 1:1 mit dem vor 2 Jahren oder in 2 Jahren. Auch da gibt es geschmackliche Unterschiede und muss man vielleicht idealerweise auch probieren. Ich glaube, Marco hatte vorhin auch geschrieben, als ich gefragt hatte, hat er geschrieben, Spirale, Alba, Blossoming oder so. Aber es ist sehr durchmischt, was ich doch sehr spannend finde. Ich hoffe, jeder findet trotzdem alles sehr toll oder hat sich da zumindest irgendwie gut abgeholt, gefühlt mit diesen 4 verschiedenen Abfüllungen. Viele haben den Alba vorne, der ein oder andere den Spirale vorne, der Very Sherried oft als ersten, zweiten, aber auch als letzten. Also es scheint auch so ein bisschen, mag man nicht. Ich glaube, der eine oder andere hat auch gesagt, er hat vielleicht so ein bisschen Schwefelzündplättchen. Das merke ich jetzt hier persönlich nicht. Aber das kommt natürlich auch darauf an, wie sensibel man da reagiert. Wir hatten auch letztens ja einen eigenen Lady
Für so eine kleine Facebook-Gruppe, da habe ich jetzt auf den zweiten Punkt gemerkt, dass das Schwefel oder Zündblättchen sein sollen. Dann konnte ich es bestätigen. Das merkt natürlich nicht jeder. Ne? Das ist natürlich jeder unterschiedlich und das ist auch toll. Also ich finde das auf jeden Fall eine schöne Reise gewesen, auch was es noch bietet. Also man kann noch höher gehen, aber ich glaube, die Idee war natürlich tolles, verrücktes im Glas zu haben, aber natürlich auch noch irgendwie bezahlbar. Und ich glaube, du hast da echt einen tollen Job gemacht, auch einfach diese vier Produkte irgendwie auch anbieten zu können. Und ich für einen fast ja, Freundschaftspreis würde ich fast sagen, weil wenn man das einfach runterrechnet, sind das ja irgendwie, da muss auch noch Mitarbeiter die Samples füllen und machen und tun und so weiter. Und Ja. das ist natürlich eher so im Ja, privaten Bereich gewöhnt, sage ist ich es mal. auch. Also gerade nochmal lieben Gruß an Nils, vielen Dank dafür. Es ist einfach so, dass gerade, ihr wisst, was das Zeug kostet, was die Whiskys kosten von Kuvur, auch was man probieren muss. Und wir investieren natürlich auch schon seit Jahren, auch auf Messen, dafür, dass man das Zeug probiert. Und wie oft ich einfach jemanden ziemlich blöd von der Seite angequatscht habe und habe gefragt, so, kennst du die Kuvur-Whiskys? Hast du schon mal probiert? Kennst du eine Overage? Komm mal her, ein Stückchen auf Haus. Und manche sagen so, oh nee, da ist, die Brennerei steht nicht drauf, ein Alter steht nicht drauf und Sherry ist mir sowieso nicht so meins. Klar, aber ganz, ganz viele Leute, und nicht nur wegen der Farbe, ihr wisst, dass dunkle Whiskys sind natürlich sexy und verkaufen sich auch besser, aber jenseits von der Farbe, die ja meistens auch ziemlich ansprechend ist bei Gouvreur, ist es hier einfach ein Whisky, der normalerweise echt betört. Ja, und wer sagt so, oh, Sherry Whiskys mag ich gar nicht, der ist wahrscheinlich auch hier in diesem schönen an diesem schönen Abend mit dir, lieber Norman, auch nicht dabei. Ja, wer sagt so, ich mag einfach meine Third Fill Bourbon Fässer lieber, völlig okay. Und ich mag dann wissen, welche Brennerei es ist, völlig okay. Aber wenn man sagt, es geht um den Whisky und ich liebe die Sherry Whiskys aus den 70er, 80er Jahren, meistens unpeaty, manchmal ein bisschen rauchig, dann ist es einfach ein Spektrum. Auch ja, was so auch bei einem Cap a Pie anfängt für ein paar 40 Euro und was halt hochgeht, bis 600 Euro, was aber normalerweise in der klassischen Familie bei 340 Euro die 0,5er Flasche endet. Also ganz ehrlich, ich muss immer wieder sagen, ja, ich lebe davon, dass wir Whiskys verkaufen, ist klar, und dass wir schöne Tastings machen, heute Abend hier online oder auch irgendwann mal wieder hier im Laden. Aber das ist ein Stoff, den es so da draußen normalerweise nicht gibt. Und ich kann jeden verstehen, ob er jetzt in Burgund dabei war oder nicht, der sowas mal probiert, dass er da versteht, was da einfach für ein Stoff ist. Das gibt's woanders so nicht. Ich habe das auch so in Runden gemerkt, wo ich dann mal die Kuhfrost mitgebracht habe, auch so ein bisschen blind, wo wir was probiert hatten. Und das waren dann Leute, die eher so auch so Raritäten und alles getrunken haben. Und da hat man dann auch gemerkt, so der eine mochte es total und hat gesagt, wow, was ist das denn? Ich will mehr. Und der andere, nee, es ist mir zu süß. Und das ist ein Punkt, den ich beim Kuhfrost öfters mal höre. So dieses, es ist einfach eine gewisse Sherry-Aromatik, die mag vielleicht der eine oder andere nicht. Und das ist auch vollkommen okay. Was ich aber wie du nicht nachvollziehen kann, ist, ich habe es auf Messen erlebt. Da fragen dich Leute ja, was ist das denn? Gut, das passiert natürlich, dass ich manchmal vor deinem Stand stehe, weil wir uns halt einfach kennen und dann fragen sie was. Ich sehe, du bist im Gespräch und sage, ja, ich kann ja auch quasi alles so grob erzählen. Ja. Ne? Und dann fragen sie schon, arbeitest du mit dem? Ja, das ist ja kein Scotch, das ist ja nichts Gutes oder so. Ne? Also da gibt es Leute, die haben einfach Vorurteile, das wirst du noch krasser und mehr erlebt haben als ich. Klar, wer so durch die Welt geht, wie er will. Ich trinke zum Beispiel ja auch fast noch lieber alte Bourbon-Fassabfüllung. Heißt aber nicht, dass ich Michael Kufreu nicht schätze. Wenn ich Sherry suche, da, aber genauso bei anderen Abfüllungen. Also warum sich irgendwie verschließen? Viele danken uns schon für den tollen Abend, merken 2 Stunden. Ich bin erstaunt, dass doch über 90 Leute irgendwie dauerhaft hier dabei sind, schön im Chat Vielen Dank, schreiben. vielen Ihr, Dank. vielen Dank auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich jetzt noch Fragen stellen. Ich würde sagen, ein paar Minuten geben wir uns noch. Vielleicht können wir noch 5 bis 10 Minuten machen und dann finden wir irgendwie unser Ende. Das heißt, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen. Ansonsten können wir noch das Thema Ausblick, was gefragt wurde, natürlich nochmal aufnehmen. Ich hatte hier nochmal gesehen, Alex hat gefragt, wo geht's weiter, wenn das High-End war? Naja, wie gesagt, es gibt halt den Privacy, das sind aber den 90er. Aber der ist ja auch bald weg, dann kommt vielleicht was Neues. Damals war das der 84er, der glaube ich sehr beliebt war auch. Also das sind natürlich Ja. Paarabfüllungen, aber das ist nicht viel und das sind eher so Jubiläumsabfüllungen. Ne? Also Ja. da. Muss man sagen. Also auch gerade Trier Jungter in Uno ist natürlich mit Abstand der teuerste Whisky auch zum 30. Geburtstag.
Ist auch natürlich ein bisschen Bauchnabelshow, merkt man natürlich auch an der Verpackung selbst, an diesem an der Lederbox. Das heißt, diese kleinen Flaschen kommen ja alle in der schönen Karaffe, in der schönen Holzbox, alles okay, aber was man nicht trinken kann. Es wird, wie gesagt, im Herbst wohl ein 15-jähriger Oloroso kommen. Der wird wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig billig sein, aber auf jeden Fall unter 200 Euro, denke ich. Ich denke, wenn ich, es gab ja schon mal einen 15-jährigen vor 2 Jahren, auch einen schönen fetten Oloroso, den ich so in die Kategorie gesteckt hätte, Glenfarclas, 30 Jahre Fassstärke. Für 140, 150 Euro könnte ich mir vorstellen, das ist so das, was kommen wird. Es wird vielleicht etwas geben, worüber ich noch nicht sprechen möchte, weil ich mich auch da mit Marco ein bisschen abgestimmt habe, wegen unserer Geburtstage. Das Brühler Whisky House Wahrscheinlich, es gibt nämlich wird eine stolze. Frage, habe gehört, es wird einen neuen Michel Couvreur aus dem Bourbonfass geben. Kann Frank dazu nochmal was ausführen? Ich weiß nicht, ob das der ist Da oder ein kann ich anderer. jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich was sagen, aber es wird eventuell etwas kommen, was außergewöhnlich ist. Aber das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Einige, die im Mai im Burgund mit waren, die haben das schon mal probiert. Und wir wollen das so ein bisschen koordinieren, weil wir wirklich zwei tolle Geburtstage haben, der Marco und ich. Und Frank ich möchte sagt, auch erzähl wirklich. ruhig. Marco sagt, erzähl ruhig. Das machen wir zu anderer Gelegenheit. Aber Genau. es wird Sucht was euch da kommen, mal was was Schönes raus. durchaus nicht ganz so falsch ist, was da angedacht wurde. Aber es ist nur noch mal ein bisschen besonderer als einfach nur irgendein Fass. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes, wenn wir das bekommen. Und es sieht aktuell ganz gut aus und wir würden es ganz gerne zu unseren beiden Jubiläen rausbringen. Also irgendwie Juli, August. Das wird, wenn es so kommt, nicht wahnsinnig billig werden, aber es wird den Vorteil haben, wenn wir es bekommen, dass sowohl der Marco ein paar Flaschen mehr bekommt als 30, als auch ich. Und darauf, und das ist untertrieben, könnt ihr euch freuen. Ja, sehr schön. Ist das der einzigste Ausblick? Wann kann man so neue Overaged oder in welchem Rhythmus kann man die erwarten? Immer, ich habe so das Gefühl, wenn sie leer sind halt, so wahrscheinlich ist es auch so. Aber es Ja. kommt schon immer mal so alle 1,5 Jahre, ist so mein Bauchgefühl. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich Overaged, transparenter mehrfach im Overaged, Jahr. mehrfach im Jahr. Also tatsächlich wird der Jean nur noch diese Woche ein neues Batch fertigstellen, weil Marco hat eine Bestellung angeschoben, wie ich es verstanden habe, und ich auch. Und da er vom letzten Overaged nicht mehr viel hat, wird er wahrscheinlich morgen, so wie ich es verstanden habe, ein neues Batch machen. Also insofern wird es nicht alle 1,5 Jahre ein neues Okay. Overage-Patch geben, sondern eher mehrfach im Jahr. Das ist sicherlich auch gerade in Frankreich mit Abstand der größte Markt, das Hauptprodukt, was gezeigt wird. Wobei in meinem Verständnis wird in Frankreich vor allen Dingen 43-prozentige getrunken. Was für mich natürlich völlig absurd ist, weil gut, die Franzosen trinken natürlich deutlich mehr Whisky und natürlich deutlich mehr als Aperitif und deutlich weniger hoch. Die kommen erst jetzt langsam so auf die Fassstärken, die, glaube ich, die Deutschen schon und wir Whisky-Freaks schon seit langem mögen. Und das wird bei Marco nicht anders sein. Auf 50 Flaschen Fassstärken gibt es vielleicht eine Flasche in 43%. Und normalerweise, wenn du gegeneinander probierst, ist es keine Frage, dass man auf die Fassstärke geht. Also insofern kann ich nicht sagen, ob das neue Batch 50, 51% haben wird, aber irgendwas zwischen Ist 51 und 54. ja immer so irgendwie. Ja, 51, Ja, 54. genau. Ich hatte meistens 52, 53 in den letzten Jahren, hatte auch Genau. einen früher. Aber sehr spannend, was ich auch damals spannend fand, das hätte ich auch nie gedacht, wenn man den Overaged nochmal anspricht, dass da quasi als Standardprodukt der 43er keine verdünnte Variante, der 43er keine verdünnte vom 53er oder was auch immer ist, Korrekt, sondern ein ja. eigenes Batch, was quasi auf diese Volumenprozente abzielt. Das fand ich auch sehr spannend, weil naiv denkt man erstmal, okay, ganz spannend, sie machen ein Produkt, was man sich auch oft wünscht, einmal in Trinkstärke, in Fassstärke, so mal wie beim 10er Ben Romach sozusagen hat, diesen 100 Proof und Trinkstärke. Aber so ist das nicht. Das ist einfach ein komplett eigenes Produkt, das hat seinen eigenen Flair und wird dadurch auch anders hergestellt und variiert natürlich dann auch anders. Ja, und das ist auch so. Ich glaube zwar trotzdem, dass es den 43-prozentigen jetzt nicht über den 53-prozentigen hebt, aber in der Tat ist der auch anders, als wenn man jetzt einfach sagt, so, wir bringen ihn einfach mit ein bisschen Wasser runter. Aber man sieht halt, was für eine Leidenschaft und für eine Handarbeit immer dahinter steckt. Ja, es ist ja bei jeder Flasche ist es ja so, dass
das ist ja alles handgemacht. Man muss sich vorstellen, da steht halt jemand an einem kleinen Becken, das so groß ist wie mein Bauch, und tunkt das da rein. Ja? Also Makers macht man große Werbung damit, die machen das auch so. Aber auch die Korken sind ja per Hand draufgelegt. Also ihr werdet jetzt nie sehen, dass ein Overage und ein Michel Couvreur so verkorkt ist. Ja? Weil ein Winzer würde ja den Korken so quer bedrucken, weil die Maschine, die es verkorkt, ja nicht weiß, wie rum muss der denn rein. Aber Couvreur schauen die ja drauf, so rum gehört er und so wird er drauf und so wird er dann verkorkt. Also ihr werdet es nicht sehen, dass ihr irgendwie mal den Korken hebt und der ist dann so drinne. Das wird nicht passieren. Auch spannend. Ich meine, klar, jetzt könnte man noch ausführen, wie macht man das Wachs auf. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das heben wir uns dann mal für ein anderes Mal auf. Aber ich fand es ganz spannend. Und zwar kenne ich ein paar Jungs. Hadrian, sei mal gegrüßt, mit Newcastle to also NC82 nennen sie sich. Und sie hatten letztens einen Dallion rausgebracht, von dem ich ja auch so ein riesen Fan bin. Und das Schöne war, dass sie dann quasi so, wie haben sie die Fässer gereift und ein bisschen verrückt und das ist alles ein bisschen Spielerei und cool und ich habe mir trotzdem eine Flasche gekauft und wenn du eine Flasche kaufst, pflanzt du damit einen Baum, kriegst ein Zertifikat und all so ein Blödsinn, was ich gut finde. Aber sie haben da drauf reingeschrieben, weil wir Michel Couvreur so toll finden und feiern, so nach dem Motto, benutzen wir auch einen normalen Korken und haben sich extra die Flaschen dann Korken reingedrückt. Ich muss sagen, da müssen sie noch ein bisschen üben, der ist nämlich zerbrochen und das war ein viel größerer Korken. Ja? Also es liegt okay. Jetzt vielleicht an der Flaschenfarbe, aber ich fand es natürlich sehr witzig, so die Details, die sie damit reinpacken und Spaß. Also nicht jeder mag das und ich glaube, das ist so das größte Polarisierende, weil du gerade den Korken gezeigt hast, was viele nicht mögen, aber der ein oder andere liebt es auch oder irgendwann hat man das dann einfach hier so reingesteckt. Das sieht ja irgendwie auch schick aus. Ich habe jetzt hier den Achades in der Hand. Jemand meinte, gibt es davon ein zweites Batch? Ich meine, das hattest du schon mal beantwortet. Nein, gibt es nicht. Ne? Der wurde alle abgefüllt. Wurde alle komplett abgefüllt. Die Idee war schon da, also wie beim Cœur de Cave, dass wir die eine Hälfte nochmal liegen lassen, hat aber Jean nur verneint, weil es fast das einfach nicht mitmachen würde. So sind alle Flaschen abgefüllt und die letzten Flaschen sind, glaube ich, noch da und auch bald weg. Genau, da steht es ja auch drauf, wie viele Flaschen, wie viel Magnum abgefüllt wurden. Dann haben wir hier noch eine Frage. Also viele schreiben danke, danke, schöner Abend. Also sie sind sehr, es hat anscheinend vielen Spaß gemacht, das freut uns natürlich. Ja, vielen Dank für die Geduld auch, für den Spaß mitzumachen, großartig. Genau, es wurde sogar schon gefragt, ob wir das nicht nochmal machen können, Frank. Dann müssen morgen. Wir uns dann irgendwie morgen, genau. Nein, aber wir können natürlich mal drüber nachdenken, können sowas gerne auch nochmal mit anderen Sachen machen. Ich glaube, dein Laden lebt natürlich auch davon, unabhängige Abfüllung zu haben. Und wir hatten das ja auch am Anfang kurz gefragt. Ne? Hattet ihr Lust? Ich glaube, neben Couvreur hatten Raritäten, hatten wir ja dann auch quasi den einen oder anderen unabhängigen Abfüller mal aufgeführt, ob wir da einfach so ein Vertical machen, gerade über so 5, 6 neue von unabhängigen, also das war jetzt nicht Moss, aber den einen oder anderen Abfüller, so nach dem Motto, könnte man natürlich auch machen, wenn da Interesse besteht, müsst ihr uns das einfach wissen lassen, dann kriegen wir das bestimmt irgendwann nochmal, nicht morgen, aber irgendwann organisiert. Aber es gibt hier noch eine Couvreur-Frage und ich glaube, mit der, wenn nicht noch eine reinkommt, beenden wir es dann langsam oder gehen zum Abschluss so ein bisschen. Werden bei Michel Couvreur denn auch neue Destillate getestet oder hat man da schon so seine Bezugsquellen? Also kauft man da bei Brennerei X regelmäßig an? Ich glaube, es gibt gar keine Antwort auf die Frage. Gibt es eigentlich schon ein bisschen. Ja. Man muss sagen, dass sie schon, das liegt auch an Jean Noe und seiner Experimentierfreudigkeit, dass die viel ausprobieren. Sie werden sicherlich immer wieder schottische Destillate ausprobieren. Sie haben aber schon seit vielen Jahren, ich sag mal vielen, 8 bis 10 Jahren, französische Destillate ausprobiert. Was wir heute getrunken haben und alles, was ihr kauft als Michel Couvreur-Produkte, sind alles schottische Destillate, die in Frankreich in alten Sherryfässern reifen. Es kann durchaus mal sein, dass es irgendwann mal wenn das die Qualität hergibt, ein französisches Destillat oder ein, keine Ahnung woher, ein Destillat in diesen alten Sherryfässern in dem Keller reift und das dann auf den Markt kommt. Dann würde es aber durchaus, das hat mir auch mal gefragt, so ausgewiesen werden, dass es einfach ein anderes Produkt gibt. Ja. Sie experimentieren auch mit Rum, also wirklich mit Rum-Destillat, nicht mit Rumfässern. Ich glaube, es gibt kein einziges Rumfass. Mit Rum experimentieren sie auch. Könnte also auch sein, dass es mal sowas gibt. Sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht genau, was da alles kommt. Die sind sehr experimentierfreudig. Ich hoffe, nicht zu sehr, weil auch das ist natürlich ein Thema, was wir immer wieder haben, dass wir schon wollen, dass er so ein bisschen bei Schusters Leisten bleibt, also bei diesen fetten Sherry-Whiskys, die wir alle, also die ich persönlich sehr, sehr mag und die viele natürlich auch vermissen, weil sie einfach kaum mehr bezahlbar sind. Bei Couvreur, finde ich, sind sie noch bezahlbar.
Und ich mag solche Experimente und offensichtlich auch viele von euch auch, von wie ein Albert, der extrem toll und außergewöhnlich daherkommt. Aber tatsächlich muss man sagen, das sind großartige Sachen. Die Kernmarke Couvreur ist sicherlich Alt Sherry PX und fett und eher süß. Ja, und ich hoffe, dass sie nach wie vor durch die freundschaftliche Beziehung, die der Jean seit 20 Jahren, seit 22 Jahren führt, mit den schottischen Bodegas, mit den spanischen Bodegas weiterhin aufrechterhält. Wie gesagt, Toro Albalá versorgt ihn. Equipo Navarros ist auch eine Bodega, wo sie Fässer herbekommen. Und wenn es jemand weiß, wie wichtig diese Fässer sind, dann ist es Jeannot, der halt wirklich freundschaftliche Verhältnisse zu den Bodegas führt und der auch jedes Jahr mindestens einmal hinfährt. Das hat er auch jetzt gerade für Mai geplant, ob er hinfahren kann, wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, dass sogar seine Tochter ein Praktikum bei Toro Albalá gemacht hat. Also das ist weit mehr als einfach nur, ja, ich will eure besten Fässer kaufen, weil das wollen nämlich alle. Aber wenn du hingehst, sagt Giorno, und sagst, ich interessiere mich für eure Sherrys und ich weiß, was aus einem trockenen Manzanilla-Fass wird, wenn er halt Destillat aus Schottland trägt, dann kommst du dazu mit denen anders ins Geschäft. Und das macht er eben seit 20, 22 Jahren schon, was Michel Couvreur übrigens selbst nicht wollte. Das war nicht so rein sein Ding. Und der Giorno versteht wahrscheinlich noch mehr, was es bedeutet, auch diese Menschenbeziehung zu führen. Zu den spanischen Bodegas, weil ohne die kann das beste schottische Destillat nichts werden im Stile eines Michel Couvreur Whiskys. Ja. Ja. Also man merkt das ja auch, wenn ihr, ich weiß nicht, in Limburg, wenn dann quasi Marco, Giorno und du so in einer Reihe steht, so nach Motto, oder egal, ich glaube, Giorno war auch mal in Hofheim dabei, meine ich, In mal. Nürnberg war er einmal dabei. Ich weiß nicht wo, oder irgendwo habe ich ihn nochmal, oder es war vielleicht war auch in Limburg, aber er ist einfach da, du kannst mit ihm reden, kannst dich Ja. unterhalten, genauso wie vor Ort. Das ist also einfach ein Traum, ne? Macht einfach Normalerweise Spaß. kommt er einmal im Jahr nach Deutschland. In den letzten beiden Jahren war es wirklich so, dass er freitags angereist ist vor Limburg. Dann hat er hier bei Whisky for Life ein Tasting gehabt. Dann habe ich ihn mitgenommen auf die Messe nach Limburg. Dann war er Samstagnachmittag mit Marco nach Brühl gefahren, hatte dort ein Tasting und Dinner gehabt und dann sonntags nochmal auf der Messe und dann zurück. Das war ursprünglich dieses Jahr auch angefragt, musste aber eigentlich Australien-Trips oder was auch immer machen, die natürlich auch alle abgesagt sind. Aber wir haben noch eine kleine Hoffnung, dass er vielleicht im Herbst nach Deutschland kommt und da wird man sicherlich auch nicht nur online, sondern vielleicht auch live sehen. Ich hoffe halt, dass er dann nochmal im Herbst kommt. So, Lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. lohnt sich. Ich glaube, wir könnten Stunden weiterreden. Die Leute haben gesagt, ja, wäre cool. Übermorgen sollen wir noch mal eine Runde machen. Übermorgen könnt ihr tatsächlich einschalten, sage ich gleich noch mal was dazu. Viele sagen, Michel Couvreur Standard-Tasting wäre auch mal eine Option. Also ich meine, klar, wir haben jetzt heute Candle Special Wetting mal angesprochen, aber es sind natürlich Produkte, die man dann auch so mit dem Overage da zusammenfassen kann oder könnte, war ja auch eine Überlegung. Ihr habt euch hauptsächlich auch die Raritäten gewünscht, deswegen haben wir das auch irgendwie ermöglicht. Dirk fragt nochmal, gibt es irgendwann mal Port? Kannst du die kurz und knapp Es Port-Abfüllung? gab schon Port. Meistens, wenn Fleeting auftaucht, der kommt so alle 2 Jahre, ist da eine Port-Komponente drin. Vielleicht nicht unbedingt durchgereift. Ja, sehr schön, danke schön. Tatsächlich haben sie auch ein paar Portweinfässer da. Die durften wir auch im letzten August probieren. Die waren nach unserer Meinung, auch nach Jeannots Meinung, noch nicht da, wo sie sein müssten. Und dieses 100-jährige Portweinfass, was der Jeannot quasi zum 20-jährigen, zum Bestehen von, zu seinem ja, Arbeiten bei Couvreur bekommen hat von Nieport. Das dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen was. Das ist ja erst 2 Jahre belegt im Prinzip. Aber da würde ich mal auf den nächsten Fleeting warten. Es ist selten. Die haben, ich würde sagen, keine 20 Portfässer im Keller. Vielleicht täusche ich mich da, aber es sind vielleicht 20 und der nächste Fleeting könnte was sein. Als wir vor 2 Jahren da waren, durften wir auch mal so zwei Portfässer, die genau nebeneinander lagen, mit unterschiedlichen Spirits, gleiche Brennerei, mit unterschiedlichem Barley belegt, verkosten im Vergleich und so. Das war einfach auch sehr toll. Also Dirk, wenn da was kommt, Fleeting auf dem Schirm haben, gibt es dann auch immer mal wieder, ne? Das war jetzt in den letzten Jahren auch immer einmal im Jahr. Mal schauen. Vielleicht ist es nicht der normale Turnus, aber ich denke, wir belassen es dabei. Vielleicht nochmal so einen kleinen, nicht Werbeblock, aber du darfst natürlich so viel Werbung machen, wie du willst. Ich würde sagen, es hat mich sehr gefreut, dass alle da sind, gewesen waren. Wir hatten, glaube ich, eine mega Range. Möchtest du gern noch mal ein bisschen was am Ende erzählen?
dich verabschieden. Ich würde am liebsten noch ein bisschen bleiben, so für 1, 2 Stunden, aber ich glaube, 2 Stunden. Viele haben schon gesagt, wir machen durch. Wir sind immer noch Rekord. 90 Mann, also ja. Die Leute gehen sensationell. Nicht. Das ist ja. Perfekt. Also, sehr schön. Also gerne wieder. Ich finde es großartig, dass so viele Leute sich dafür interessieren und so viele Whisky-Freaks. Das sind jetzt ja nicht nur Frankfurter. Ich habe ja gesehen, wo die Samples hingehen. Das geht ja wirklich von ganz oben Wilhelmshaven bis München. Vielen Dank für das großartige Interesse. Freue ich mich wahnsinnig, dass wir hier noch ein bisschen mehr Werbung machen könnten für Couvreur an sich. Ich will jetzt nicht zu sehr Werbung machen für Whisky for Life, sondern eher für dich, lieber Norman, für den Whisky Bubbler. Also solche Gespräche, das ist ja auch nicht nur für alle, die jetzt eingeschaltet haben oder die hier live sind, sondern auch für mich wirklich immer ein großer Spaß, eine große Freude, große Ehre, dabei zu sein. Ich finde, du machst es, ich weiß nicht, ich glaube auch unser letztes Gespräch haben wir jetzt auch eigentlich nicht so vorbereitet wie, ja, wir müssen die Fragen abstreichen und so weiter, sondern es läuft einfach, ich könnte jetzt noch eine Stunde gerne weitermachen, ich könnte noch was auspacken, aber ich kann es halt nicht rüberschicken, das ist halt das Problem. Aber mir macht das großen Spaß und mir wird es wieder großen Spaß machen, wenn wir das nochmal machen können, dürfen oder auch gerne wiederholt, vielleicht nicht alle 2 Tage, aber so einen Rhythmus, wie es einfach euch da draußen interessiert und wie es euch Spaß macht. Wir freuen uns immer darüber, wenn wir halt mit Michel Couvreur Whiskys Menschen wirklich anfixen können, im positivsten Sinne, weil ich persönlich weiß, was das einfach für ein außergewöhnliches Zeug ist. Ich hoffe, ich habe das ein bisschen rübergebracht. Wenn ihr Fragen habt, die heute jetzt vielleicht das Tasting erschlagen, dann schickt doch einfach was an Norman oder an mich gerne, frank.jagert.whiskyforlife.de. Ihr findet das normalerweise auch irgendwo auf Facebook oder so. Schickt mir was, ich kann gerne noch was beantworten. Wenn nicht heute, dann zumindest morgen. Meistens schaffe ich das dann auch relativ zeitnah. Falls jetzt noch irgendwie Fragen sind oder auch Leute, die jetzt das Video nicht live verfolgen konnten, aber jetzt quasi ihre Fragen haben und das nachgucken, schreibt es einfach unter die Kommentare. Wir werden jetzt nicht alle 10 Minuten gucken, ob natürlich ein neuer Kommentar da ist. Aber wir werden, YouTube zeigt das mir ja an, irgendwie unbeantwortete Kommentare. Und dann kann ich natürlich irgendwie gesammelt, so mache ich das meistens, einfach drauf eingehen, hole mir notfalls noch die Infos von Frank. Oder wir schicken einfach gesammelt, schicke ich dir eine E-Mail, wie auch immer. Wir kriegen es schon hin, dass keiner auf dem Trockenen bleibt mit seiner Frage. Und trocken bleiben sollte sowieso keiner. Also von daher hat jeder die Möglichkeit, dich, glaube ich, anzurufen. Du hast auf deiner Webseite whiskyforlife.de Öffnungszeiten. Da kann man einfach mal hingehen, kann schauen, kann dich anrufen, dir eine E-Mail schreiben, wie auch immer. Ich finde, anrufen ist immer ganz schön. Man merkt ja, man wird beraten. Und du hast sehr viel auch neben Michel Couvreur im Angebot, ob es jetzt Standard sind, ob es irgendwie ältere Abfüllungen, unabhängige Abfüllungen sind, ganz besonders. Also da verschiedene, ich glaube, Malts of Scotland, Maltman und. Also alles, was man kriegt, Alambic Classic, gab es jetzt, glaube ich, auch 2, 3 richtig alte. Ja. Die habe ich gerade die Tage hier gekriegt. Die haben wir ja dann so auch in unserem Frankfurter Bund geteilt. Ich glaube, Glenross ist 30 und so weiter. Also das sind natürlich auch Sachen 130. Dabei, wo man richtig Spaß haben kann. Ja, mich hat es auch gefreut. Zum einen, weil es mit dir immer viel Spaß macht, Frank, auch privat als auch hier im Stream. Ich kann nur jedem empfehlen, schaut euch mal die Webseite an, whiskyforlife.de. Es gibt auch einen Shop, den kann man benutzen. Ist vielleicht nicht auf den modernsten Standards. Noch wir arbeiten dran. Bis Sommer soll der anständig ausschauen. Vielen Dank, das ist eine schöne Steilvorlage. Genau, man muss ja auch ein bisschen. Nein, aber es ist natürlich, ihr habt die Möglichkeit, ruft den Frank an aktuell. Er schickt euch sicher auch einfach 3, 4 Fotos aus den Regalen und könnt ihr selbst gucken, so nach dem Motto, kriegt man irgendwie hin. Ja. Heutzutage ist man da ja sehr mobil. Wenn was zu Michel Couvreur ist, wir können das gerne ins Auge nehmen, vielleicht nochmal hier und da ein Tasting. Vielleicht auch mal zusammen, wenn dann bringe ich das Setup mit und dann machen wir das zusammen live in deinem Laden oder so. Sehr gerne. Jederzeit. Wenn man mal wieder raus darf, aber ich glaube, für die aktuelle Lage ist das so eigentlich ein sehr schönes Format. Mich hat es gefreut. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich demnächst wieder einschaltet, also quasi übermorgen, das wurde ja schon gesagt, da kommt die liebe Mareike, die kennst du sicherlich ja auch, ne? Hast das ein oder andere Fläschchen von ihr vielleicht noch im Laden. Ja. Und wir werden quasi einen irischen Abend machen, ein bisschen über ihre Historie reden, ein bisschen über Whisky-Bonding in Irland reden und verschiedene Themen. Also auch da so ein bisschen einen Abend machen. Mal schauen, wie lang es da wird. Ich glaube, wir könnten echt babbeln und überziehen bis zum Umfallen. Ja. Die Leute bleiben ja noch, das ist ganz schön. Es freut mich auf jeden Fall. Und ich würde einfach mal sagen, habt alle noch einen schönen Abend, Restabend, einen schönen Tag morgen. Genießt die Woche, genießt die Zeit, auch wenn sie komisch ist. Aber wir haben ja leckere Tropfen und machen uns einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder ja, schönes Tasting. Ne? Fand ich auch. Danke euch allen. Danke dir, Norman. Gerne. Ciao alle, bis zusammen, bis demnächst. Tschö.